Am Schluss der letzten Stunde haben wir uns angesehen, wie ein konkreter Forschungsprozess aussieht, sodass wir nun wirklich Wissenschaft in ihrer konkreten Entwicklung in einem Forschungsprozess vor Augen haben. Und deswegen können wir uns jetzt sozusagen zurücklehnen und aus einer abstrakteren, aus einer systematischeren Perspektive uns vor Augen führen, was es denn ist, worum es bei Wissenschaft geht. Wissenschaft ist menschliches Handeln. Naja, das haben wir bei den Phasen des Forschungsprozesses gesehen. Wissenschaft ist menschliches Handeln, das auf etwas Bestimmtes abzielt. Beantworten von Fragen, Lösen von Problemen. Aber Fragen werden beantwortet durch Aussagen. Probleme werden gelöst durch Aussagen darüber, wie ein Problem zu lösen ist. Das heißt, im Kern ist Wissenschaft die Produktion von Aussagen, und zwar von Aussagen, die besser sein sollen als jene Aussagen, die man schon mit seinem gesunden Menschenverstand zustande bringt, nämlich Aussagen, die jenen Aussagen überlegen sind, die wir so im Alltag verwenden, in erstens darin, dass die typische unvermeidliche Perspektivität, Selektivität und Normativität all unseres Denkens und all unserer Aussagen reflektiert wird, nach Möglichkeit auch relativiert wird. Obendrein sollen wissenschaftliche Aussagen, die man anstrebt, indem man Wissenschaft macht, mit ihrem Gegenstand wirklich übereinstimmen. Das nennen wir Wahrheit. Es kommt auf wahre Aussagen an. Sie sollen empirisch wahr sein, mit dem Gegenstand, auf den sie sich beziehen, übereinstimmen. Und sie sollen logisch wahr sein, was eine andere Ausdrucksweise für logische Konsistenz ist. Das ist im Grunde bekannt. Die Musik steckt im Detail. Wissenschaft ist menschliches Handeln. Menschliches Handeln ist geleitet von Werten, von Interessen, von Leidenschaft, von Irrationalität. Und die blanke Wahrheit ist, in der Wissenschaft geht es extrem irrational und leidenschaftlich zu. Die Vorstellung, Wissenschaft wäre sozusagen eine Veranstaltung von rationalen Wesen, die sich selbstlos in den Dienst der Wahrheitsfindung stellen, hat etwas außerordentlich Kindliches an sich. Eben weil Wissenschaft ein leidenschaftsgetriebener, von Beißlust, von Rangstreben getriebener Prozess ist, ist es so wichtig, dass dieser Prozess kanalisiert wird, eingehegt wird von Spielregeln. Und das sind eben die Regeln der Methodenlehre und der Forschungslogik. Wissenschaft zielt ab auf wahre Aussagen, und das ist nichts anderes als zu sagen, die Geschichte der Wissenschaft ist voller Irrtümer, voller scheiternder Problemlösungen. Es wäre völlig falsch, die Wissenschaft als eine Heldengeschichte sich vorzustellen. Es wird immer besser, es wird immer klarer. Der Weg der Wissenschaft ist voller Irrtümer, voller falscher, voller widerlegter Hypothesen. Das ist nichts, was man sich vorwerfen müsste. Das ist nun einmal so, wenn man Dinge ausfindig macht, die man noch nicht weiß, dass man sich da eben täuscht. Aussagen sind nächster Schritt das Produkt von Wissenschaft. Manche Leute glauben, dass Praxis das Produkt von Wissenschaft ist. Der Zweck von Wissenschaft ist es, die gesellschaftliche Praxis zu verändern. Na, das mag schon sein, aber das ist die Langfristwirkung. Das, was Wissenschaft unmittelbar produziert, sind Aussagen. Wenn Praktiker sich diese Aussagen zu eigen machen, auf ihrer Grundlage handeln, umso schöner, insbesondere dann, wenn unsere Aussagen wahr sind. Wissenschaft und ihre Aussagen soll etwas liefern, was alltagspraktischen Aussagen überlegen sind. Das ist die ständige Konkurrenz zwischen Wissenschaft und Alltagsdenkern. Schauen Sie, diese Konkurrenz ist nicht zu fühlen, wenn es um Mathematik als Wissenschaft geht oder theoretische Physik oder um Byzantinistik oder um klassische Philologie, weil da gibt es kaum Alltagswissen. Fühlbar wird es bei der Erziehungswissenschaft. Jeder ist mal erzogen worden und weiß, was alles da immer falsch gewesen ist, oder jeder hat schon mal erzogen und folglich kann einem da kein Erziehungswissenschaftler kommen. Oder bei der Politikwissenschaft. Jeder versteht da was von Politik, schließlich sind wir alle Staatsbürger, jeder liest Zeitung oder las mal Zeitung, schaut Sendungen an. Folglich ist eh schon bekannt, was in der Politik der Fall ist. Da lasse ich mir doch nicht von irgendeinem Hochschulmenschen etwas sagen. Der hat auch bloß seine persönliche Meinung. Auf die Idee, dass Politikwissenschaft etwas anderes ist als persönliches Meinen, muss man erst einmal kommen. Das muss man erst einmal erleben und nachvollziehen. Und in dieser Konkurrenz
obsiegt sehr häufig dann das Alltagswissen, das um keinen Preis sich auf Neues einlassen will, denn sonst müsste man ja manches, was einem auch persönliche Identität spendet, umbauen. Reflektierte Perspektivität meint systematische Theoriebildung, reflektierte Selektivität meint Arbeit mit überlegt gezogenen Stichproben, reflektierte Normativität meint das Streben nach Werturteilsfreiheit beim Forschungsprozess. Übereinstimmung von Aussagen mit ihrem Gegenstand, das heißt empirische Wahrheit, logische Konsistenz, das heißt logische Wahrheit, und folglich müssen wir, um das näher zu verstehen, in das Feld der Wahrheitstheorien hinein. Das klingt schwieriger, als es ist, und mancher ist enttäuscht, wenn er erfährt, wie einfach es ist. Aber manches, was einfach ist, ist eben doch folgenreich und wuchtig. Nehmen Sie also das Evidente in seiner Wucht über verschiedene Argumentationsschritte hin wahr. Wahr, das ist das Stichwort. Wir müssen die Frage beantworten, was ist Wahrheit? Und da gibt es zwei grundlegend verschiedene Sichtweisen. Die eine Sichtweise heißt oder nennt sich semantische Wahrheitstheorien, die andere nennt sich substantialistische Wahrheitstheorien. Wir müssen uns bloß mit der linken Strecke beschäftigen, mit den semantischen Wahrheitstheorien, weil die substantialistischen schlechterdings für Forschung nichts taugen und höchst fragwürdig sind. Worum geht es bei den semantischen Wahrheitstheorien? Wahrheit ist eine Eigenschaft, die Aussagen haben können. Wahrheit ist eine mögliche Eigenschaft von Aussagen. Nicht Menschen können wahr sein, die können wahrhaftig sein. Nicht Staaten können wahr sein. Es kann wahr sein, dass etwas ein Staat ist. Nicht Gott kann wahr sein. Es kann wahr sein, dass es Gott gibt und seine Propheten was Wahres sagen. Aber nicht Gegenstände sind Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Wahrheit ist eine Eigenschaft, die ausschließlich Aussagen haben können. Und diese Eigenschaft, eine Aussage wahr zu sein, die man überprüfen kann, auf Weisen, die ich Ihnen erläutern werde, diese zu überprüfende Eigenschaft bezeichnet man entweder als empirische Wahrheit, die ist dann gegeben, wenn eine Aussage mit dem empirischen Referenten übereinstimmt. Wir blicken uns gleich die Sache näher an. Oder es kann sein logische Wahrheit, was meint, dass eine Aussage logisch korrekt ist. Was meint, dass eine Aussage mit dem empirischen Referenten übereinstimmt? Was ist ein empirischer Referent? Ein empirischer Referent ist ein Ausschnitt aus der Operationswirklichkeit. Um Gottes Willen, was ist Operationswirklichkeit? Naja, das ist die Wirklichkeit da draußen. Die Wirklichkeit da draußen, in der es Koalitionsverhandlungen gibt, Kriege gibt, jede Minute etliche Leute verhungern, alle paar Stunden ein paar Leute umgebracht werden. Jene Wirklichkeit, in der internationale Finanzkrisen entstehen oder auch vermieden werden, das ist die Welt da draußen. In dieser Welt handeln wir. Das ist die Welt, die eine bestimmte Eigenschaft hat, hier und jetzt, in der Regel von unseren Wünschen unabhängig. Ich meine, wenn wir auf wichtigen Machtstellungen sind und große Hebelwirkungen entfalten können, als amerikanischer oder nordkoreanischer Präsident oder als deutscher Bundeskanzler, ja, dann können wir schon mitgestalten an der Wirklichkeit. Aber wenn unser Einfluss auf die Wirklichkeit sehr gering ist, wie etwa unser Einfluss auf die Beschaffenheit der Technischen Universität Dresden, dann ist die Wirklichkeit da draußen so, wie sie ist, unabhängig davon, wie wir sie uns wünschen oder wie wir sie uns vorstellen. Das ist dann jene Wirklichkeit, in der wir handeln, und jene Wirklichkeit, die dann zurückschlägt, wenn wir sie falsch behandeln. Wenn wir unseren ökologischen Fußabdruck über die Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten hinaus anwachsen lassen, da gibt es irgendwann Überbevölkerung, zu wenig Nahrungsmittel, zu wenig fossile Energieträger, zu wenig saubere Luft, zu wenig sauberes Wasser und so weiter und so fort. Die Wirklichkeit schlägt zurück. Und deswegen ist es so wichtig, um in ihr nämlich erfolgreich uns nicht weiter beschädigend handeln zu können, dass wir richtige Vorstellungen von der Wirklichkeit da draußen haben, von dieser Operationswirklichkeit. Und zutreffende, mit den Tatsachen übereinstimmende Vorstellungen über die Operationswirklichkeit zu schaffen, das ist genau der Zweck von Wissenschaft. Schauen wir uns diese Operationswirklichkeit noch ein wenig näher an, weil es hier leider Gottes viele Irrtümer gibt, die sich leicht vermeiden ließen. Ich gebe Ihnen Beispiele.
Manche Leute glauben, weil sie dem Irrglauben des Konstruktivismus verfallen sind, die Wirklichkeit sei nichts anderes als eine Konstruktion von uns. Das hieße, Amerika und seine Kulturen gibt es erst seit dem Punkt, als die Europäer Amerika und die indianischen Stämme und die Azteken und so weiter entdeckt haben. Ein völlig lächerlicher Gedanke. Natürlich gab es Amerika und seine Kulturen längst, bevor die Europäer dorthin kamen und ein Desaster nach dem anderen anrichteten. Oder man hat Krebs oder nicht Krebs, unabhängig davon, ob man das weiß. Stellen Sie sich mal folgende Innovation im Gesundheitswesen vor. Der Arzt sagt einem, Sie haben Krebs. Und Sie sagen, nö, verehrter Doktor, Sie sind nicht auf der Höhe der Wissenschaftstheorie. Es gibt keine Welt da draußen, in der man Krebs hat. Das ist eine mentale Konstruktion von uns. In meiner Welt habe ich keinen Krebs. Naja, Sie sterben trotzdem an Krebs, wenn Sie einen haben. Die Erde hat einen Kern aus Nickel und Eisen oder eben nicht. Das spricht auch alles dafür, dass sie ihn hat, obwohl nie ein Mensch diesen Kern der Erde sehen wird. Es gab die Kontinentaldrift, dass also der ursprüngliche Pangaea-Kontinent zerbrochen ist und dann durch Konvektion über Vulkanismus subterraner Art sich verschoben hat. Diese Kontinentaldrift gab es, oder gab es eben nicht, aber es gab sie nach allen Anscheinen, längst bevor Alfred Wegener diese Theorie entwickelte und von der gesamten Wissenschaftswelt ausgelacht worden ist. So eine kindische Theorie. Naja, inzwischen benennt man Forschungsinstitute nach ihm. Und der Holocaust fand statt, oder auch nicht, was manche tatsächlich behaupten, und zwar zu Unrecht nach aller empirischen Evidenz. Er fand statt, unabhängig davon, ob ein Marsmensch vom Holocaust weiß oder ob ein Neonazi ihn bestreitet. Das alles ist Operationswirklichkeit. Und diese zu begreifen, zu verstehen, korrekt zu beschreiben, korrekt zu erklären, das ist der Zweck von Wissenschaft. Wir konstruieren nur Vorstellungen von der Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit gibt es zunächst einmal. Diese Operationswirklichkeit besteht, auch wenn kein Beobachter sie sich vorstellt. Diese Wirklichkeit da draußen, sofern es um die soziale Wirklichkeit geht, wird natürlich zu einem gewissen Teil von uns mitgestaltet. Die Auflösung der Sowjetunion ist ganz wesentlich vom damaligen Generalsekretär Gorbatschow mitgestaltet worden. Aber hier und jetzt besteht die Operationswirklichkeit unabhängig von unseren Ansichten und von unseren Wünschen. Selbst zu der Zeit, als man sich wünschte, dass die DDR nicht besteht oder die Mauer nicht besteht, bestand sie natürlich. Und in der Zeit, als sie gefallen war, war sie weg, auch wenn sich manche Leute die Mauer zurückgewünscht hätten. Und diese Wirklichkeit, die besteht und die von uns als soziale Wirklichkeit zwar konstruiert wird, aber eben nur mitkonstruiert wird mit meistens völlig vernachlässigbaren Beiträgen von jedem Einzelnen von uns, diese einmal konstruierte und daseinende Wirklichkeit, die hat eine Funktionslogik, eine Weise des Funktionierens, die einfach da ist und die zu verstehen unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist. Und die Aufgabe der empirischen Wissenschaften ist überhaupt nichts anderes als die Merkmale der Operationswirklichkeit herauszufinden, also mit den Tatsachen übereinstimmende Aussagen über die Operationswirklichkeit zu formulieren, anders gewendet, wahre Aussagen über die Operationswirklichkeit zu formulieren. Dieser empirische Referent kann bestehen in Dingen, in Personen, in sozialen Beziehungen, in Gedanken und Gefühlen und natürlich auch in Aussagen. Auch eine Aussage über eine Aussage ist eine empirische Aussage. Beispiel, der Satz des Pythagoras lautet a² plus b² ist c². Das ist eine empirische Aussage. Genauso wie die Aussage, der Satz des Pythagoras lautet e ist gleich m mal c² eine empirische Aussage ist. Bloß die zweite empirische Aussage ist falsch, weil das eben nicht der Satz des Pythagoras ist, sondern die Einstein-Gleichung. Also, der empirische Referent ist die Operationswirklichkeit da draußen. Über sie machen wir Aussagen. Diese können etwas zwischen wahr und falsch sein. Und die Aussagen über die Welt da draußen drücken eine dem empirischen Referenten entsprechenden, eine ihm korrespondierenden Teil der Wahrnehmungswirklichkeit, der Perzeptionswirklichkeit aus. Perzeptionswirklichkeit ist jene Wirklichkeit, die sich einem Beobachter darstellt. Denken Sie an meine Folie mit dem Dorf, den blauen Bergen, den grünen Hügeln
und die roten Männchen. Aus jeder Perspektive stellt sich die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise dar. Das ist die Perzeptionswirklichkeit, geprägt durch Perspektivität und Selektivität und Normativität. Und diese Perzeptionswirklichkeit, die kann natürlich der Beobachter selbst verändern. Er wechselt seinen Standpunkt, er wechselt seine Brille, sein Fernglas. Die Perzeptionswirklichkeit ist eine geistige Konstruktion. Die Operationswirklichkeit ist real. Sie ist auch dann real, wenn sie sozial konstruiert wird, wie Parlamente, Staaten, Revolutionen und so weiter. Wir konstruieren geistig lediglich die Perzeptionswirklichkeit. In ihr konkretisiert sich unsere Weltanschauung im Wortsinn oder im technischen Sinn die Ideologie. Ja, und aufgrund auf der Perzeptionswirklichkeit verändern wir durchaus die Operationswirklichkeit. Denken Sie an dieser Stelle an das Thomas-Theorem. Wenn Menschen eine Situation als so und nicht anders beschaffen definieren und von dieser Situationsdefinition ausgehend handeln, dann sind die Folgen des Handelns real, ganz gleich wie irreal die Situationsdefinition war. Und das heißt wiederum, wenn wir ausgehend von falschen Aussagen über die Operationswirklichkeit handeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass wir die Welt da draußen falsch behandeln, weil wir nicht ihre Funktionslogik begriffen haben, weil wir eine falsche Diagnose von Problemen machen und deswegen zu einer falschen Therapie greifen. Manche Leute glaubten, man könne den in Dresden in Gestalt von Pegida zutage tretenden deutschen Rechtspopulismus durch Gegendemonstrationen, durch Verscheuchen von Dresden Straßen, durch Ausgrenzung beseitigen. Mir hat immer geschienen, das ist lediglich die Spitze eines Eisbergs. Der Eisberg verschwindet nicht, indem ich sozusagen Flammenwerfer auf die Spitze des Eisberges richte. Wichtiger oder richtiger wäre eine andere Umgangsweise gewesen. Die damals etablierten Reaktionen führten lediglich zum Aufstieg der AfD, die sich Hoffnung macht, in Sachsen den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen. Es kommt auf zutreffende Diagnosen an. Nur auf denen Gründen kann man die Operationswirklichkeit so behandeln, dass vielleicht sogar das rauskommt, was man sich wünscht. Deswegen ist es so wichtig, dass die Aussagen über die Wirklichkeit tatsächlich mit den Tatsachen übereinstimmen, also empirisch wahr sind. Der Zweck von Wissenschaft also ist nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass sich in einer Gesellschaft die Perzeptionswirklichkeiten nicht gefährlich weit von der Operationswirklichkeit entfernen. Dass also die Menschen nicht mit falschem Bewusstsein, mit falschen Weltvorstellungen, das heißt mit einer Ideologie herumlaufen. Das begriffen habend, können wir nun klar machen, was Korrespondenztheorie der Wahrheit meint. Das ist jene Theorie, deren erste Fassung man bei Aristoteles findet, die dann lange Zeit zweifelhaft geworden ist aus mancherlei Gründen, die in den 1920er, 30er Jahren von einem polnischen Wissenschaftstheoretiker namens Tarski wieder sozusagen rehabilitiert worden ist, die Karl Popper dann systematisiert hat und die in den Naturwissenschaften, freilich nicht in den Sozialwissenschaften, die in den Naturwissenschaften immer schon angewendet worden ist. Das ist die Standardtheorie aller Forschung. Und die Aussage lautet ganz einfach, eine Aussage ist genau dann empirisch wahr, wenn es sich mit dem Gegenstand, auf den die Aussage sich bezieht, also mit dem empirischen Referenten, genauso verhält, wie die Aussage es behauptet. Das ist jene Trivialität, hinsichtlich welcher ich vorhin gewarnt habe, sie wirklich als trivial anzusehen. Eine Aussage ist dann wahr, wenn es sich mit dem Gegenstand, über den sie etwas behauptet, genauso verhält, wie behauptet wird. Achtung, weil hier manche Leute in den Graben fallen, Aussagen können sich natürlich auch auf eine Aussage als ihren Gegenstand beziehen. Also Aussage, der Satz des Pythagoras lautet E ist gleich M mal C Quadrat. Das ist offenkundig eine empirisch falsche Aussage, weil in dem Satz des Pythagoras nicht so lautet. Also auch Meta-Aussagen sind empirische Aussagen und können empirisch wahr oder falsch sein. Schauen wir noch näher an, was empirische Aussage meint. Am besten machen wir das, indem ich Ihnen einfach Beispiele gebe. Der Bundeskanzler heißt, und jetzt kommt ein Name, der kann stimmen oder falsch sein. Deutschland hat derzeit ein parlamentarisches Regierungssystem. Aha, das ist ein Zeitindex, denn die Systeme können sich ändern. Und natürlich muss man jetzt wissen, was meint parlamentarisches Regierungssystem. Nur wenn einem der Begriff klar ist, kann man nachschauen, ob die Aussage stimmt oder nicht stimmt.
Die erste Aussage ist noch ganz einfach zu überprüfen, die zweite ist relativ einfach. Na, schau mal die dritte an, die DDR brach zusammen, weil. Na, das wird schon kompliziert. Da kann man irgendwas sagen, aber ob es stimmt, ja, das ist dann ab und zu fraglich. Naja, das Beispiel mit dem Satz des Pythagoras habe ich mehrfach verwendet. Was ist der jeweilige empirische Referent? Erster Fall der Bundeskanzler, zweiter Fall das deutsche Regierungssystem, dritter Fall die DDR, vierter Fall eine andere Aussage. All das sind empirische Aussagen, die unterschiedlich leicht auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen sind. Schauen wir auf die logische Wahrheit. Logische Wahrheit meint, dass eine Aussage logisch korrekt ist. Aha, was heißt denn das? Naja, gehen wir wieder auf Beispiele, dann sieht man das am leichtesten und muss sich nicht über eine abstrakte Definitionsformel annähern. Führen wir noch einen Begriff ein. Wir haben vorhin empirische Aussagen gesehen. Das sind Aussagen, deren Wahrheitsgehalt sich lediglich durch den Blick auf den empirischen Referenten der Aussage überprüfen lässt. Wer ist Bundeskanzler, was für ein Regierungssystem hat Deutschland? Bei den Aussagen, um die es jetzt geht, handelt es sich um solche, deren Wahrheitsgehalt sich rein logisch überprüfen lässt. Und solche Aussagen nennt man analytische Aussagen. Und jetzt kommt ein Beispiel für analytische Aussagen. Zählern. 1 plus 1 ist 2. Sie müssen keine konkreten Gegenstände abzählen. Das ist einfach in unserem Rechensystem so. Im System mit den Pianoschen Axiomen ist es einfach so, dass bei natürlichen Zahlen das die Rechenregel ist. Mathematische Formeln. Das sind eine der Formeln, mit denen Sie an der Schule Ihre Mathematiklehre vielleicht gequält haben. Wenn man Gleichungen auflösen musste, musste man erkennen, welcher Term auf der rechten Seite sich wie links vereinfachen lässt. Das braucht man es lediglich ausmultiplizieren. Wenn man die Rechenregeln kennt, ist klar, dass es so ist und nicht anders. Kontradiktionen sind Aussagen, deren Wahrheitsgehalt sich rein logisch überprüfen lässt. Zum Beispiel die Aussage, ein Kreis ist viereckig. Jeder weiß, was die Definition des Kreises ist, nämlich eine Linie, die sich dadurch kennzeichnet, dass jeder Punkt auf der Linie den gleichen Abstand zum Ursprung, das heißt zum Mittelpunkt hat. Und so ein Drum kann naturgemäß keine Ecken haben. Allein schon die logische Analyse zeigt, dass das nicht geht. Ich brauche keinen einzigen Kreis auf der Welt jetzt empirisch darauf untersuchen, ob er Ecken hat oder nicht. Tautologien sind Dinge, die man rein logisch überprüfen kann. Wasser besteht aus H2O. Das ist die Definitionsformel. Achtung, anders war es zu Zeiten, als man überhaupt erst sowas wie Atome und Moleküle entdeckte und eine andere Beschreibungssprache für Wasser fand. In dieser Interpretation ist das eine empirische Aussage. Wasser ist nicht CO2 oder sonst was, Natriumsulfat oder weiß der Teufel was. Das ist genau zwei Wasserstoff und ein Sauerstoffatom. Aber nachdem das jeder weiß, muss man nicht nachgucken, man muss keine Analyse machen von Wasser, was da wirklich drinnen ist. Man weiß, Wasser ist genau das. Argumente, und jetzt wird es spannend, und hier kann man dann leicht in den Graben aus der Kurve getragen werden. Argumente sind Aussagen, deren Wahrheitsgehalt sich rein logisch überprüfen lässt. Zum Beispiel, jemand sagt, das und das ist gegeben, und sagt dann, aus den soeben vorgetragenen Gründen folgt. Dann kommt ein Schluss. Aus dem und dem folgt das, und dieser Schluss kann richtig oder falsch sein. Aus der Tatsache, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, der Himmel blau ist und morgens die Sonne aufgeht, folgt, dass ich heute Nachmittag einen Kaffee trinken werde. Hä? Gibt es irgendeinen logischen Zusammenhang? Wenn nicht den mindesten. Ich muss das überhaupt nicht Zusammenhänge zwischen blauem Himmel und Kaffee trinken untersuchen. Es folgt einfach nicht daraus. Denn logisch Folgerungen machen heißt, aus dem Informationsgehalt einer Aussage ableiten, was denn an einer anderen Aussage auch der Informationsgehalt sein muss. Und aus der Blauheit des Himmels und der Existenz der Kanzlerin Merkel folgt überhaupt nichts an Informationen über meinen Kaffeekonsum. Der Syllogismus ist die spannendste Form von Aussagen, deren Wahrheitsgehalt sich rein logisch überprüfen lässt. Und er ist deswegen vertrackt, weil er viele Leute glauben lässt, es handelt sich dabei um eine empirische Aussage. Und deswegen müssen wir uns diese Sache näher vornehmen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele für Syllogismen. Der Syllogismus besteht immer aus drei Schritten. Das eine Beispiel ist das klassische aus der Philosophiegeschichte. Das andere ist ein triviales, das den Vorzug hat, dass man sofort sieht, worum es geht.
Erster Schritt des Syllogismus, alle ist die Aussage, die empirisch richtig sein kann. Alle Menschen sind sterblich. Oder bei uns sind alle Bären weiß. Zweiter Schritt, die allgemeine Aussage wird konkretisiert. Sokrates ist ein Mensch, was empirisch richtig sein kann. Oder das hier ist ein Bär, kann ja auch empirisch richtig sein. Der dritte Schritt des Syllogismus, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, folglich ist Sokrates sterblich. Das leuchtet jedem noch ein. Aber Achtung, bei uns sind alle Bären weiß, das hier ist ein Bär, folglich ist dieser Bär weiß. Hä? Ist es denn ausgeschlossen, dass sich mal ein anderer Bär hierher verirrt? Zwar sind üblicherweise bei uns alle Bären weiß, aber daraus folgt nicht, dass ein andersfarbiger Bär bei uns auftauchen könnte. Merken Sie was? Diese Denkfigur, die bezaubert einen. Die zieht einen in einen bestimmten Denksog hinein. Alle Bären sind weiß. Das ist ein Bär, ja, der muss weiß sein. Schon die Logik sagt einem, dass alle Bären, die hier auftauchen, weiß sein müssen. Wieso sagt einem das die Logik? Besser wäre es doch nachzugucken, welche Farbe dieser Bär wirklich hat. Das Reizende, das Aufreizende, das Fehlreizende am Syllogismus ist, dass er so tut, als wäre er eine empirische Aussage. In Wirklichkeit ist es lediglich eine logische Denkform, aber weil, aus Gründen, die wir hier nicht erörtern können, wir Menschen besonders glücklich dann sind, wenn wir für unsere Beobachtungen auch noch logisch stimmige Argumente finden, macht uns ein Syllogismus unglaublich glücklich. Denn dann wissen wir am Schluss aus lauter logischen Aussagen, wie die Welt beschaffen ist. Sie sollten sich mal über 2 Stunden die Freude tun, in einem der Standard-Nachschlagewerke, der Standard-Lehrbücher der DDR nachzuschlagen, im kleinen politischen Wörterbuch. Da war offiziell alles definiert, was man in politischer Sprache, im politischen Denken der DDR brauchte. Und gehen Sie mal irgendwas nach, Rolle der Partei, Demokratie und so weiter. Sie finden dann überall beschrieben, was Demokratie ist, dass dazu eine Partei gehört. Und Sie finden dann, dass die Diktatur des Proletariats logisch notwendig die höchste Form von Demokratie ist. Und tatsächlich, logisch ist es zwingend. Die Diktatur der kommunistischen Partei ist die höchste vorstellbare Form von Demokratie. Ja, das wird im Weg des Syllogismus gezeigt. Es wird eine Annahme gemacht und aus der wird gefolgert und gefolgert. Und in diesem Sog des logisch Weitergehens wird man davon abgehalten, auf die Wirklichkeit zu blicken. Kann denn nicht hier auch mal ein Bär auftauchen, der nicht weiß ist? Achtung! Der Wahrheitsgehalt von Prämissen wird nur durch logisch korrekte Schlüsse auf die Folgerungen übertragen. Der Himmel ist blau und deswegen trinke ich heute Nachmittag einen Kaffee. Da ist keine logische Brücke dazwischen. Es wird kein Wahrheitsgehalt übertragen. Das ist schlechterdings Unsinn. Aus den eben vorgetragenen Gründen, das sind die Prämissen des Arguments, folgt. Es muss ein logisch stimmiger Schluss sein. Beim Syllogismus die Prämisse, alle Bären sind weiß und das ist ein Bär. Und daraus scheint zu folgen, dass dieser Bär weiß ist. Aber die Farbe des Bären ergibt sich nicht aus der Logik, sondern nur aus dem, was wirklich der Fall ist. Noch einmal sehen Sie das Problem des Syllogismus. Er erweckt den Anschein, eine Sache der Logik zu sein, wie in dogmatischen Schriften der DDR, wo aus logischen Gründen sich ergab, dass nirgendwo mehr Demokratie bestehen kann als unter der Diktatur der Arbeiterklasse. Und dabei ist die Beschaffenheit der Wirklichkeit ausschließlich eine Sache der Empirie. Es gab eine erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische Richtung, die von der Prämisse ausging, dass die Welt selbst logisch aufgebaut ist. Wenn wir annehmen könnten, dass die Welt selbst nach den Prinzipien der Logik aufgebaut ist, ja, dann funktionieren Syllogismen. Und sollte die Welt einmal anders sein, also plötzlich hier ein brauner Bär auftauchen, würde man mit Hegel sagen, umso schlimmer für die Tatsachen. Es gibt aber nicht den mindesten Grund für die Annahme, dass die Welt selbst logisch aufgebaut wäre.
die Welt ist, wie sie ist. Wir aber haben Denkweisen entwickelt, die es uns erlauben zu überprüfen, ob denn und wie denn und wie viel denn vom Wahrheitsgehalt von Prämissen auf Schlussfolgerung, das heißt auf Argumente, übertragen wird. Unsere Denkregeln sind logisch, wenn wir vernünftig denken. Die Welt ist, wie sie ist. Achtung! An dieser Stelle müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass es auch verschiedene Logiken gibt. Es gibt so die übliche Alltagslogik, etwas ist wahr oder falsch, nennt sich zweiwertige Logik, mit der man bestens durchs Leben und durch die meisten Wissenschaften kommt. Es gibt sowas wie modale Logik, da hat man Operatoren nicht wie wahr oder falsch, sondern wie möglich oder wie notwendig. Und da kann man ganz interessante Argumentationen damit machen. Man hat Fuzzy Logics, das heißt, etwas ist weder ganz klar wahr noch ganz klar falsch, sondern gibt es Übergangsbereiche, mit denen kann man auch wunderbare Sachen machen. Für unsere Zwecke und insbesondere für diese Vorlesung reicht es aus, sich klarzumachen mit der zweiwertigen Logik, etwas ist entweder wahr oder falsch oder irgendwas in der Mitte drinnen, kommt man bestens zurecht. So, jetzt kommen wir zu einigen Regeln, die wichtig sind für ein so irrationales Spiel wie die Wissenschaft. Wir brauchen die Regel, dass alle Aussagen, die Denkfehler beinhalten, das heißt, die logisch falsche Schlüsse ziehen, dass alle solche Aussagen zu vermeiden sind bzw. zu korrigieren sind. Wir müssen logisch richtig argumentieren. Es muss wirklich aus den Prämissen, die wir setzen, das folgen, was wir behaupten. Und dann ist die Sache immer nur logisch richtig. Die Wirklichkeit kann anders sein, wie man an dem Syllogismus mit den Bären erkennt. Weil wir Denkfehler vermeiden müssen, müssen wir sie zunächst einmal erkennen können. Und damit man Denkfehler erkennen kann, müssen Aussagen klar formuliert sein. Das ist der Grund, warum wir von Wissenschaft verlangen, dass die Aussagen klar sind. Sie müssen klar für alle praktischen Zwecke sein. Klar für den Zweck, dass man erkennt, was genau ist das Argument, was genau wird behauptet, was genau behauptet man als Schlussfolgerung. Mehr Klarheit braucht es nicht, aber diese Klarheit schon. Und letztens, mehrfach schon variiert, dass eine Aussage logisch wahr ist. Bei uns sind alle Bären weiß, das ist ein Bär, folglich ist er weiß. Das ist logisch richtig. Daraus folgt noch lange nicht, dass diese Aussage mit den Tatsachen übereinstimmt. Es könnte auch ein Braunbär sich zu uns verirrt haben. Deswegen ist Logik ein wichtiges Werkzeug des wissenschaftlichen Denkens. Es ersetzt aber niemals den Blick auf die Wirklichkeit. Und beim Syllogismus, ich verweise nochmal auf die Lektüre des kleinen politischen Wörterbuchs der DDR mit ihren ganzen Querverweisen, beim Syllogismus wird eben das verdunkelt. Damit haben wir wohl das Wesentliche in Bezug auf Wahrheit gesagt. Das rechte Zeug hier, wonach Wahrheit eine Eigenschaft von Seinsgebilden ist, das macht dann Sinn, wenn man etwa dem Ideenmodell der Erkenntnis anhängt, wie bei Platon und so weiter. Aber da habe ich ja aufgezeigt, wo seine Fehler sind und folglich vergessen Sie am besten über all das Zeug. Bei den semantischen Wahrheitstheorien gibt es auch noch eine Menge von Kontroversen zwischen der Konsenstheorie der Wahrheit, der Kohärenztheorie der Wahrheit und der Korrespondenztheorie der Wahrheit. Die empfehle ich Ihnen zur eigenen Lektüre, zum eigenen Durchdenken. Die Sachen durchzugehen, haben wir keine Zeit. Für unsere Zwecke reicht es auszusagen. Empirische Aussagen sind genau dann wahr, wenn es sich mit dem Gegenstand, auf den sie sich beziehen, genauso verhält, wie die Aussage behauptet. Und damit wir überhaupt Aussagenketten auf ihre empirische Richtigkeit prüfen können, von abstrakten Aussagen bis zu sehr konkreten Aussagen, muss gewährleistet sein, dass alle konkreteren Aussagen logisch korrekt aus abstrakteren Aussagen ableitbar sind, sie also keine Denkfehler beinhalten. Und das geht genau dann sehr gut, wenn man sich in den Sozialwissenschaften an die zweiwertige Logik hält. Obwohl das alles einfach ist, gibt es auch dazu Kontroversen. Kontroversen dazu, wie man sich Wissenschaft vorstellt. Die wesentliche will ich Ihnen vor Augen führen und die Folgerungen, die man aus dieser Kontroverse zu ziehen hat, ebenfalls vor Augen führen. Die Frage lautet, wie soll man Wissenschaft verstehen? Soll man sie verstehen als einen Gegenpol zum bloßen für Wahrhalten und Meinen? So fängt Wissenschaftstheorie bei den alten Griechen an. Das eine ist die Doxa, das, was man so im Alltag meint,
Perspektivität, Selektivität, Normativität. Und das andere ist die Episteme, die Wissenschaft, die man, so Platon, durch das Erkennen der Ideen betreiben kann, die hinter der Welt der Erscheinungen sich befinden. Und Wissenschaft ist dort, wo man weiß. Und alles andere, wo man nur meint, ist nicht Wissenschaft. Naja, Wissenschaft, so ist die Denkfigur, ist, wo Wahres gesagt und gelehrt wird. Unwissenschaftlich geht es zu, wo Unwahres gesagt und gelehrt wird. Soweit sieht man das noch ein. Aber jeder Blick in die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass Wissenschaftler sich auch täuschen können. Also als jene, die die Phlogiston-Theorie der Verbrennung vertreten haben, bevor man wusste, was bei der Verbrennung wirklich sich ereignet, nämlich dass Gegenstände mit Sauerstoff verbunden werden, waren die keine Wissenschaftler. Waren die Leute, die sich die Gravitation nicht erklären konnten, waren die keine Wissenschaftler? Waren jene, die an das geozentrische Weltbild glaubten, keine Wissenschaftler? Die haben sich allesamt getäuscht. Ja, aber es ist das Typische beim Forschen, dass man sich täuscht. Forschen heißt ja, Dinge herausfinden wollen, die man noch nicht weiß. Wissenschaft ist ein Prozess von Versuch und Irrtum. Wissenschaft ist voll von Irrtümern und hört doch nicht auf, Wissenschaft zu sein. Infolgedessen führt das in eine sterile Position, wenn man lediglich achtet auf die besondere Qualität der Produkte von Wissenschaft. Nur was wahr ist, ist Wissenschaft. Oder, schlimmer noch, weil man ja die Wahrheit in der Regel nicht überprüfen kann, nicht hier oder jetzt, wenn man dann Wissenschaftlichkeit an sozusagen der besonderen Qualität von Wissenschaftlern festmacht. Das ist ein so toller Hecht, der wird niemals etwas Falsches sagen. Der ist so klug, er wird sich auch nie täuschen. Das ist ein echter Wissenschaftler. Der hat sich getäuscht. Nee, das ist kein echter Wissenschaftler. Naja, so geht mancher mit Wissenschaft und Wissenschaftlern um und ist intellektuell sehr unzurecht, sehr unzulänglich. Die zweite Möglichkeit, wie man sich Wissenschaft vorstellen kann, ist als chancenorientierter sozialer Prozess. Also ein sozialer Prozess, der bestimmte Chancen vergrößern will. Und der Leitgedanke ist, Wissenschaft ist dort, wo nach wahren, nach logisch und empirisch wahren Aussagen gestrebt wird und wo es Regeln gibt und wo Regeln auch befolgt werden, die dafür sorgen, dass die Chancen, dass man wahre Aussagen formuliert, und die Chancen, dass man falsche Aussagen rechtzeitig entdeckt und korrigiert, wo diese Chancen gesteigert werden. Das heißt nicht, ob etwas wahr oder falsch ist, ist das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende ist, ob es einem egal ist, ob Aussagen stimmen oder nicht stimmen. Ich werde mir doch mein Weltbild nicht durch Daten verbiegen lassen. Ich werde mir doch politische Überzeugungen, nicht durch politikwissenschaftliche Forschungsergebnisse zerschlagen lassen. Ja, natürlich, so kann man es machen, aber dann ist man kein Wissenschaftler. Wissenschaft ist dort, wo es einem nicht egal ist, ob Aussagen stimmen oder nicht stimmen, und wo man sich an Spielregeln hält, die es erlauben, falsche Aussagen möglichst schnell und sicher zu entdecken und wo es dann die Bereitschaft gibt, falsche Aussagen zu verändern. Also hier liegt das Augenmerk auf jenen Regeln, die das Streben nach wahren Aussagen chancenreich machen. Und hier liegt das Augenmerk auf jenen Schwierigkeiten, auch sozialen und intellektuellen Schwierigkeiten, welche die Einhaltung jeder Regeln bereiten kann. Und mein Rat, nachdem ich ja schon einige Zeit mich mit sowas befasse, ist wirklich der, begreifen Sie Wissenschaft als einen chancenorientierten sozialen Prozess, indem genau die Regeln, die in der Forschungslogik gelehrt, in der Methodenlehre gelehrt werden, sicherstellen, dass man nicht im Bereich sozusagen des Simulierens von Wissenschaft stecken bleibt, sondern vom lediglichen Simulieren von Wissenschaft zum tatsächlichen Betreiben von Wissenschaft gelangt. Wenn das jetzt alles klar ist, wird es Zeit, uns vor Augen zu führen, was denn die Produkte von Wissenschaft sind, also welche Aussagen produziert werden. Naja, das sind die Aussagen. 6 Sorten von Aussagen werden von der Wissenschaft produziert. Manche sind relativ leicht zu produzieren, die sind grün unterlegt. Beschreibungen, Wenn-Dann-Aussagen. Manches wird schon schwieriger, das sind wir im gelben Bereich, Erklärungen. Manches wird schon sehr schwierig, das sind Prognosen. Und manches wird ganz schwierig, das sind Werturteile und Handlungsanweisungen. Sodass es in der Praxis so ist, Beschreibungen geraten Wissenschaftlern in der Regel ziemlich gut. Wenn-Dann-Aussagen auch. Bei Erklärungen ist man in der Regel auch nicht schlecht.
Bei Prognosen gilt der Satz, Prognosen sollte man vermeiden, insbesondere solche über die Zukunft. Aber eigentlich ist die Zukunft zu wissen viel interessanter, als Geschehenes zu kennen. Und bei Werturteilen und Handlungsanweisungen wird dann meistens gekniffen und wird gesagt, bei Werturteilen sind wir gar nicht mehr im Bereich der Wissenschaft. Da soll ein jeder zusammen urteilen, was er will. Wissenschaft kann da nicht helfen. Das ist der Zustand und wir wollen ihn ein wenig näher angucken. Fangen wir an mit Beschreibungen. Beschreibung, das ist der Anfang von aller Wissenschaft. Man beschreibt Inhalte, bei dieser Kabinettsentscheidung ging es um Folgendes. Man beschreibt Prozesse, bevor es zu jener Entscheidung kam, vollzog sich Folgendes. Man beschreibt Strukturen, in dieser Regierung sind die Entscheidungsprozesse wie folgt organisiert. Diese Beschreibungen werden getätigt auf der Grundlage von Datenerhebung und Datenanalyse, ihrerseits geleitet von Forschungsleitern, Begriffen und Theorien. Und natürlich können alle diese Beschreibungen irgendetwas zwischen wahr oder falsch sein. Und es leuchtet ein, dass wir von falschen Beschreibungen nichts haben, von wahren, also mit den Tatsachen übereinstimmenden Beschreibungen schon etwas mehr. Und es kann sein, dass man einfach bestimmte Beschreibungen nicht hören will. Ich verweise noch einmal auf Studien über Pegida. Keiner wollte hören, dass nicht sämtliche Pegida-Teilnehmer Rassisten und Faschisten sind. So dachte man sich die Welt und verstand dann nicht, wieso dann plötzlich die AfD in Sachsen zur stärksten Partei werden kann, obwohl Pegida und die AfD zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Besser wäre es, sich darauf zu verlassen, was man methodisch gekonnt beschreiben kann. Deswegen ist gekonnte Methodik das A und O von empirischer Forschung. Es kann ja sein, dass die Welt anders aussieht, als man glaubt. Dass deswegen wissenschaftliche Beschreibungen viele Leute überraschen. Wenn man dann nicht nach seinem Gefühl, nach Glaubensakten entscheiden will, was man für wahr oder falsch hält, muss man wissen, ob etwas methodisch korrekt gearbeitet worden ist oder nicht. Und weil man das im Einzelfall nicht wissen kann, weil man ja nicht dabei ist, braucht man Kriterien, anhand derer man erkennen kann, ob etwas methodisch korrekt gemacht worden ist oder nicht. Die Regel lautet also, Beschreibungen sollen empirisch wahr sein, können empirisch wahr sein und dasjenige, was bestmöglich empirisch wahre Beschreibung verbirgt, ist methodisch gekonntes Vorgehen. Natürlich sind auch Beschreibungen perspektivisch und selektiv, sodass die Rede von objektiven Beschreibungen auch wenig Sinn macht. Sie können korrekt sein, aber sie sind immer perspektivisch. Es gab in der Wissenschaftstheorie, insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts, eine Bewegung, die Wissenschaft auf objektiv richtige Beschreibungen gründen wollte. Das Wissen ist letztlich gegeben in, sei es Protokollsätzen, in denen man protokolliert, wie die Welt wirklich aussieht, oder Basissätzen, die das Gleiche leisten. Dieses Programm des Positivismus, auch des logischen Positivismus, ist absolut zusammengebrochen. Es wurde dann insbesondere durch das Werk von Popper ziemlich schnell klar, es gibt nur Beschreibungen, die mit den Tatsachen übereinstimmen können. Aber sie sind dennoch perspektivisch. Denken Sie nochmal an meine Folie mit dem Dorf, den Bergen. Das, was der, der auf dem Kirchendach steht, beschreibt, objektiv beschreibt, unterscheidet sich von dem, was der beschreibt, der hinter den grünen Bäumen steht. Unterscheidet sich von dem, was der beschreibt, der auf einem der blauen Berge steht. Alle diese Beschreibungen sind richtig. Sie sind aber nicht deckungsgleich. Und wenn man unter objektiv versteht, dass das gleiche Objekt immer gleich aussieht, dann täuscht man sich eben. Es gibt in diesem Sinne keinen objektiven Blick auf die Welt, sondern nur einen mit kontrollierter Subjektivität und mit der Fähigkeit zur Intersubjektivität, dass eben ein anderer aus meiner Perspektive das Gleiche sehen kann. Und wenn viele Leute, wenn sie auf meine Perspektive gehen, dasselbe sehen wie ich, und wenn ich auf deren Perspektiven gehe, dasselbe sehe wie diese, dann können wir Zuversicht haben, beim Bestreben aus den verschiedenen Bildern eine möglichst komplexe, freilich immer noch nicht vollständige Beschreibung der Wirklichkeit zu generieren. Sie merken, schon bei Beschreibungen als der einfachsten Aussagensorte gibt es einige Schwierigkeiten, die aber sämtliche bewältigbar sind. Etwas komplexer sind schon die Wenn-Dann-Aussagen. Wenn-Dann-Aussagen, die natürlich auch empirisch wahr sein können und sollen, die führe ich am besten über Beispiele ein. Ganz einfach ist die erste, die aufgeführt ist. Wenn es in einem Staat ein absolutes Mehrheitswahlrecht gibt, dann wird es wenige Parteien geben.
Eine klare Aussage, die wahr sein kann und auch ziemlich wahr ist. Wenn dann Aussagen kommen, können komplizierter sein und dann entsprechen sie der Wirklichkeit meistens besser. Wenn x vorliegt, dann liegt mit Alpha-Prozent Wahrscheinlichkeit auch y vor. Aber nur, wenn auch noch die Bedingungen z1 bis zn vorliegen. Das sind so bedingte Wenn-Dann-Aussagen. Die Wenn-Dann-Aussage stimmt unter vorliegenden folgenden Bedingungen. Und die meisten Aussagen, die über die Wirklichkeit treffen, sind eben bedingte Aussagen, weil die Wirklichkeit einfach komplex ist. Die Sache mit der Wahrscheinlichkeit kommt hinzu, wobei Wahrscheinlichkeitsaussagen aus zwei Gründen notwendig sein können. Erstens, weil Prozesse in der Wirklichkeit eben tatsächlich zufallsgetrieben sind, also stochastische Prozesse sind, die nicht deterministisch mit Notwendigkeit, sondern nur mit bestimmter Wahrscheinlichkeit auftreten. Zweitens brauchen wir Wahrscheinlichkeitsaussagen immer dann, wenn wir nicht sämtliche Bedingungen überblicken können, von denen abhängt, ob etwas eintritt oder nicht. Dann wird die Wahrscheinlichkeitszumessung sozusagen zur Stellvertretervariable, zum Surrogat für unser fehlendes Wissen über Dinge, die wir wissen müssten, um komplett eine Wenn-Dann-Aussage nachvollziehen, formulieren und begreifen zu können. Und hier gibt es oft einen Denkfehler, der mit mangelnder wahrscheinlichkeitstheoretischer Bildung zu tun hat. Schauen Sie, nach der Konvention, die Leute wie Kolmogorov in die Wahrscheinlichkeitstheorie, in die statistische Theorie eingeführt haben, gilt Folgendes als Konvention: Ein unmögliches Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 0, ein sicheres Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 1 oder 0% gegen 100% und ein Ereignis, das auftreten kann oder nicht auftreten kann, hat die Wahrscheinlichkeit 0,5 oder 50%. 50% erachten wir meistens als ziemlich viel. In der Wahrscheinlichkeitstheorie sagt 50% aus, zwei Dinge sind gleich wahrscheinlich. Und wann immer wir davon hören, dass etwas eine Wahrscheinlichkeit von 70% hätte, dann glauben wir, das ist ja verdammt wahrscheinlich, dass das so auftritt. Aber in Wirklichkeit ist das noch nicht einmal die Hälfte zwischen einem rein zufälligen Ereignis und einem gewissen Ereignis. Da müssen wir einfach unsere Denksensibilitäten verbessern. Und ein Beispiel für Irrtümer, die sich dann ausbreiten, gebe ich hier. Wenn x, so sagt meine Aussage, dann mit 70% Wahrscheinlichkeit z, falls auch y vorliegt. 70% Wahrscheinlichkeit. Also es regnet morgen mit 70% Wahrscheinlichkeit, da brauche ich unbedingt einen Regenschirm. So. Wenn y, dann mit 70% Wahrscheinlichkeit z, falls auch noch x vorliegt. Aha. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide gemeinsam auftreten, die ist auch ganz hoch, 70%. Also es ist ganz wahrscheinlich, dass x oder y oder z auftritt. Na ja, rechnen Sie es aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ereignisse gleichermaßen auftreten, berechnet man durch Multiplikation ihrer Wahrscheinlichkeitswerte und es kommt raus, es ist eher unwahrscheinlich, dass z auftritt. Obwohl man intuitiv meint, es sei hochgradig wahrscheinlich. Und da muss man immer aufpassen. Und ohne statistische Bildung, ohne sozialwissenschaftliche Bildung, verhaut man sich bei probabilistischen Aussagen sehr leicht. Und die meisten Wenn-Dann-Aussagen, die wir machen können, sind probabilistische Aussagen. Und wann immer Sie hören, dass etwas wahnsinnig wahrscheinlich ist, nämlich eine Wahrscheinlichkeit von 50% hat, dann dürfen Sie solche Leute rundweg auslachen. Denn die haben effektiv keine Ahnung. 50% heißt, etwas ist genauso wahrscheinlich, wie es unwahrscheinlich ist. Noch komplexer wird die nächste Sache von Aussagen, sind Erklärungen. Was sind Erklärungen? Erklärungen sind Aussagen samt einer Theorie darüber, warum es zum empirischen Referenten der Aussage kommt. Jetzt wird nicht nur festgestellt, etwas ist da oder ein Zusammenhang besteht, es wird auch noch erklärt, warum es etwas gibt. Folglich erklären wir das Werden, das Bestehen, den Wandel und das Vergehen von Inhalten, Prozessen und Strukturen, also das Werden und sich Verändern von all dem, was wir beschreiben können. Und wir erklären das Werden, die Eigenart, den Wandel, das Vergehen von Zusammenhängen, probabilistischer oder sonstiger Art.
Das alles wollen wir erklären. Und die allgemeine Form einer Erklärung ist, Z ist, weil dies und jenes der Fall ist. Und natürlich können Erklärungen empirisch wahr sein. Ja, sie sollen natürlich auch empirisch wahr sein. Und da spielt nun vielerlei Musik und hier kann die Sache, wenn man nicht klar denkt, etwas komplex werden. Das, was wir jetzt zunächst ansehen müssen, ist das, was sich nennt ein Erklärungsmodell. Ein Erklärungsmodell ist eine Theorie, mehr oder minder komplex, die erklärt, warum etwas, eine Tatsache, ein Inhalt, eine Struktur, ein Zusammenhang, warum etwas besteht oder nicht besteht. Das, was erklärt werden soll, das nennen wir die abhängige Variable, beispielsweise Arbeitslosigkeit. Das, was wir als Grund angeben, warum etwas besteht, Achtung, das, was wir bei logischen Argumentationen eine Prämisse nennen. Aus der Prämisse folgt logisch korrekt folgende Schlussfolgerung. Also das, wodurch wir etwas erklären wollen, das nennen wir die unabhängige Variable. Die, wenn sie da ist, etwas bewirkt und wenn sie nicht da ist, eben nichts bewirkt. Also in unserem Beispiel können wir sagen, Arbeitslosigkeit hat irgendwas mit Lohnkosten zu tun. Lohnkosten ganz hoch, Arbeitslosigkeit ganz hoch oder so ähnlich. Das ist eine Wenn-Dann-Aussage. Abhängige und unabhängige Variablen werden durch Wenn-Dann-Aussagen miteinander verbunden. Wenn-Dann-Aussagen, die auch probabilistisch sein können. Wenn hohe Lohnkosten, dann mit 70% Wahrscheinlichkeit Anstieg der Arbeitslosigkeit. Als Beispiel. Und natürlich müssen wir nicht so blöd sein zu glauben, dass alles, was besteht, nur durch eine einzige Variable, durch einen einzigen Faktor erklärt wird. Meistens haben wir 25 Faktoren, die etwas erklären. In unserem Beispiel verwende ich nur zwei. Also die Auftragslage spiele auch eine Rolle für Arbeitslosigkeit. Wenn Auftragslage von Unternehmern gut, dann Arbeitslosigkeit gering. So, indem wir darüber nachdenken, fällt uns ein, ja, Moment, von irgendwas kann er bedingt werden, ob der Zusammenhang zwischen A und D oder zwischen B und D tatsächlich so ist, wie wir behaupten. Wir können auf die Idee kommen, wir müssen Rahmenbedingungen, unter denen ein Zusammenhang besteht oder nicht besteht, auch einbeziehen. Und diese Rahmenbedingungen, die es einzubedenken gilt, die nennen wir intervenierende Variablen, die kommen dazwischen, denn das heißt interveniere auf Deutsch übersetzt. Intervenierende Variablen erfassen jene Bedingungen, unter denen eine Wenn-Dann-Aussage, so unsere Theorie, die wir auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müssen, jene Bedingungen, unter denen eine Wenn-Dann-Aussage mit den Tatsachen übereinstimmt. Ja, und hier können wir auf die Idee kommen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis von Mitbewerbern einen Einfluss darauf hat, in welchem Umfang Lohnkosten und Auftragslage und Arbeitslosigkeit miteinander zusammenhängen. Das heißt, wir haben in unserem simplen Erklärungsmodell nicht weniger als 4 Wenn-Dann-Aussagen, die zusammenwirken. Wenn Sie jetzt noch die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten mitbedenken, sind Sie wieder auf der letzten Folie, wo Sie sehen, dass viele hohe Einzelwahrscheinlichkeiten insgesamt eine geringe Gesamtwahrscheinlichkeit bilden können. Alles, was wir in Erklärungen leisten, hat genau diese Grundform. Das kann natürlich noch ein bisschen komplexer sein. Und damit überhaupt wir wissen, was denn in so ein Erklärungsmodell aufgenommen werden muss, müssen wir 2 geistige Operationen davor geschafft haben, 2 geistige empirische Operationen. Erstens, wir müssen überhaupt erkennen, was wir erklären wollen. Ist es Arbeitslosigkeit? Ist es die Entwicklung von Arbeitslosigkeit? Was alles bewirkt das Phänomen? Was alles spielt eine Rolle beim Entstehen, beim Wandel von Arbeitslosigkeit? Wir müssen den Gegenstand erkennen. Erklären lässt sich nur das, was man vorgängig erkannt hat. Noch präziser. Erklären, gut erklären, verlässlich erklären lässt sich nur das, was man korrekt erkannt hat. Ich gebe Ihnen ein drastisches Beispiel. Leute glaubten jahrelang oder jahrhundertelang zu erkennen, dass sich die Sonne um die Erde dreht und dass sich die Planeten um die Erde drehen. Und als sie dann, wie seit Jahrtausenden üblich, die Gestirne beobachteten, merken die, wenn die Planeten sich um die Erde drehen, dann haben die aber ganz komische Bahnen, ganz unregelmäßig. Deswegen heißen die auch Planeten, von griechisch planaein. Planaein heißt herumirren. Die Sonne war klar, die geht auf, geht unter, die läuft da um die Erde, aber da gibt es so andere Gestirne, die sind ganz merkwürdig. Und das versuchte man dann zu erklären. Tja, da wurde viel Gehirnschmalz investiert.
bis man drauf kam, dass die Erkenntnis der Sachlage falsch war. Dass sich eben nicht die Sonne und die Gestirne um die Erde drehen, sondern dass sich die Erde mitsamt den Planeten um die Sonne dreht. Als man hier korrekt erkannt hatte, was tatsächlich das Phänomen ist, fand man viel einfachere Erklärungsmodelle, die den Vorzug haben zu stimmen. Und das heißt, wenn wir eine gute Erklärung von was haben wollen, müssen wir uns um jeden Preis bemühen, den Gegenstand zunächst einmal korrekt zu erkennen. Erkennen im Weg jener hermeneutischen Prozedur, die ich Ihnen am Beispiel der Entzifferung dieser Tafel mit der hethitischen Inschrift vor Augen geführt habe. Ein großer Fehler, der heutzutage in den Sozialwissenschaften immer begangen wird, ist, dass man schnell mit einer Antwort auf folgende Frage bei der Hand ist: Was willst du erklären? Folgendes will ich erklären. Und ich erkläre es, zweite geistige Aufgabe, mit folgender Theorie, die mir sagt, mit welchen Variablen ich arbeiten muss. Aber solange ich den Gegenstand nicht korrekt erkannt habe, bin ich ja gar nicht in der Lage, die richtige forschungsleitende Theorie zu finden. Und wenn ich nicht die richtige forschungsleitende Theorie finde, schreibe ich lauter falsche Erklärungsvariablen in mein Erklärungsmodell hinein. Am Schluss versuche ich etwas falsch Erkanntes, wie die Bewegung der Planeten um die Erde, anhand von falschen Kategorien zu erklären. Nämlich, dass da oben irgendwelche Sphären wären, an denen manche Gestirne aufgehangen wären und wo die sich merkwürdig bewegen. Das heißt, die zwei vorgängigen geistigen Aufgaben sind erstens korrekte Erkenntnis dessen, was der Fall ist. Das geht über Hermeneutik, man muss sich in einen Gegenstand hineinfuchsen. Und zweitens sorgfältige Auswahl der forschungsleitenden Theorie, also jener Begriffe, anhand und entlang welcher man etwas erklären will. Das ist im Grunde einfach und kann dennoch noch weiter ausdiseliert werden, aber nicht jetzt. Kommen wir zur vierten Aussageklasse, das sind die Prognosen. Prognosen sind Aussagen über Zukünftiges. Bislang waren wir auf der sicheren Seite. Beschrieben wird, was da ist, Erklärungen werden gegeben, über die Dinge da sind, Zusammenhänge werden gesucht zwischen Dingen, die es gibt. Aber das, was uns in der Regel noch mehr interessiert, ist, wie es weitergehen wird. Sollen wir an unserem Urlaubstag heute Regenbekleidung mitnehmen, ja oder nein? Wird es im Winterurlaub genügend Schnee geben und gutes Wetter? Wir sind meistens an zukünftigen Dingen interessiert. Was wird die Rendite bei der und der Lebensversicherung oder bei dem und dem Aktienkauf sein? Tja, Prognosen kann man nach verschiedenen Gesichtspunkten unterscheiden. Es gibt einfache Prognosen, etwa morgen wird der Kanzler die Vertrauensfrage stellen oder nicht. Morgen wird der Kanzler bei der Vertrauensfrage eine Mehrheit bekommen oder nicht. Aber schauen Sie, selbst die Prognose, morgen früh wird bei den Koalitionsverhandlungen ein Koalitionsvertrag herausgekommen sein, kann schon schwierig sein. Das ist immer noch einfach. Komplizierter sind Prognosen der Art, wenn X und Y vorliegen, dann wird innerhalb der Zeit Delta T mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit Z eintreten. Also, wenn die sich mögen bei den Koalitionsverhandlungen und die Basis folgende Signale gibt und die politische Großwetterlage sich wie folgt entwickelt und die demoskopischen Daten folgendes zeigen und zusätzlich Macron noch anruft, dann wird mit 40% Wahrscheinlichkeit sich folgendes ereignen. Naja, das ist schon etwas kompliziert und das kann stimmen oder auch nicht. Einfache Prognosen sind wenigstens intellektuell noch kontrollierbar. Komplexe Prognosen, wenn der CO2-Ausstoß so weitergeht, wird sich das Erdklima in der und der Weise verändern, wird in den und den Weltgegenden Wirbelstürme in folgender Magnitude auslösen und so weiter. Das ist schon kompliziert. Da streiten sich dann auch manche Gelehrten. Obendrein sind Prognosen zu unterscheiden nach dem empirischen Referentern. Es sind zwei völlig verschiedene Dinge, ob sie Aussagen machen, wie sich ein technisches oder institutionelles Teilsystem verhält, wenn man in ihm Folgendes unternimmt. Beispiel: Autofahren mit Gangschaltung. Wenn Sie die Prognose machen, wenn du den ersten Gang einlegst und im ersten Gang auf 50 Stundenkilometer beschleunigst, wird der Motor aufheulern. Wenn du auf 80 beschleunigst und das 2 Stunden lang machst, wirst du Probleme mit dem Motor bekommen. Das ist eine Prognose.
Aber eine Prognose innerhalb eines bestehenden technischen Systems. Das ist eine Aussage, was mit einem System passiert, wenn man den und den Parameter verändert. Das System ist fix, aber man kann seine Elemente verändern und folglich sehen, was insgesamt rauskommt. Das sind so die üblichen technischen Prognosen, die auch Klimawandelsmodellen zugrunde liegen. Das Klima ist so und so modelliert und wenn man den und den Parameter verändert, dann verändert sich dies und jenes. Und vorausgesetzt, das Klimamodell stimmt, ja, dann kann man das prognostizieren. Etwas völlig anderes ist, wenn man sozusagen die Zukunft schlechthin voraussagen will. Russland wird eines Tages eine Demokratie werden. China wird ewig eine Diktatur bleiben. Spätestens im Jahr 3000 werden die Marsmenschen auf der Erde landen oder so ähnlich. Das sind historische Prophezeiungen. Wir werden einen Tag erleben, wo die Arbeiterklasse auf der ganzen Welt gesiegt hat. Ja, so kann es kommen. Aber wir kennen schon den künftigen Lauf der Geschichte, der hochgradig kontingent ist. Wir haben also verschiedene Formen von Prognosen. Einfache kann man relativ gewiss machen, komplizierte entsprechen meistens besser der Wirklichkeit, sind aber schwer intellektuell zu kontrollieren. Aussagen über Verhaltensweisen eines feststehenden Systems oder eines verlässlich modellierten Systems, die sind relativ sicher zu machen. Die Zukunft schlechthin lässt sich nicht vorhersagen. Solche Prophezeiungen sollte man lassen. Prognosen können empirisch wahr sein, gar keine Frage. Sie sollen es auch. Es ist bloß schwierig. Es ist bloß schwierig, wahre Prognosen zu machen. Denn in der Gegenwart kann man ja immer nur ausfindig machen, ob die Bestandteile einer Prognose empirisch wahr sind. Und im Kern einer Prognose stehen immer Wenn-Dann-Aussagen. Wenn das eine, damit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, auch das, falls jenes noch auftritt, was mit der und der Wahrscheinlichkeit auftritt. Das kann man überprüfen in der Gegenwart. Aber ob das Zusammenwirken der Bestandteile einer Prognose in bestimmten Zeitabschnitten von der Gegenwart her noch stimmen, ja, das kann immer erst die Zukunft zeigen. Deswegen sind zwar Prognosen eine wichtige Aussagensorte und ohne sie kommen Planungsprozesse niemals aus, aber sie sind eben das Riskanteste. Der beste Rat ist der, auf Prophezeiungen soll man immer verzichten, obwohl auch Prophezeiungen wahr sein können, aber es lassen sich keinerlei Verfahren angeben, wie man dann in der Gegenwart das Zusammenwirken der Komponenten von Prognosen auf ihre Richtigkeit überprüfen könnte. Damit sind wir schon in den roten Bereich gelangt und jetzt kommen wir in den tiefroten Bereich, wo die meisten Leute meinen, dass man jetzt Wissenschaft aufhören müsste und die täuschen sich. Wir waren vorhin schon bei Werturteilen. Bei der Normativität des Alltagsdenkens. Werturteile werden gefällt über gleich welche Inhalte, also Politikprogramme, Prozesse, Verfahrensweisen und Strukturen, etwa politische Systeme und über gleich welche Zusammenhänge. Beispiel, und dieses Werturteil werden wir noch ein bisschen näher analysieren, der in Deutschland bestehende Pluralismus ist gut, weil praktizierte Vielfalt der Unterschiedlichkeit von Menschen auch in diesem Land angemessen ist. Typisches Werturteil. So, schauen wir mal die Sache näher an und versuchen wir, mit Erfolg im Übrigen, die logische Struktur eines Werturteils ausfindig zu machen. Denn wenn wir die logische Struktur erkannt haben, dann merken wir, wo hier Empirisches und Nicht-Empirisches und Logisches ineinander greift und wo man folglich aufpassen muss und wo man manches besser machen kann, als es im Alltagsdenken meistens geschieht. Wir haben als erstes in einem Werturteil empirische Aussagen. Empirische Aussagen über dasjenige, was wir bewerten wollen. Hier in diesem Werturteil haben wir folgende empirische Aussagen drinnen. In Deutschland besteht Pluralismus. Ja, ob das stimmt oder nicht stimmt, kann man ausfindig machen, indem man weiß, was Pluralismus bedeutet, was Deutschland bedeutet und indem man Wege findet, ausfindig zu machen, ob das, was Pluralismus bedeutet, in Deutschland besteht. Diese empirische Aussage kann wahr oder falsch sein. Wenn sie falsch ist, ja, dann hängt auch das Werturteil in der Luft. Also Beispiel, die in Nordkorea praktizierte Demokratie ist gut. Da hängt das Werturteil deswegen in der Luft, weil in keinem üblichen Sinn des Wortes Demokratie Nordkorea Demokratie besteht. Und folglich kann man etwas, was nicht da ist, auch schlecht bewerten. Höchstens könnte man sagen, sollte in Nordkorea Demokratie entstehen, wäre das gut. Aber das ist wiederum eine
konditionale Aussage, wo man nicht weiß, ob die Conditio eintritt. So, und die zweite Aussage, die da drinnen steckt, ist, dass, empirische Aussage, praktizierte Vielfalt ist der Unterschiedlichkeit von Menschen angemessen. Naja, was heißt angemessen? Ist das nicht schon wieder normativ? Also an dieser Stelle fängt man schon an, sich zu fragen, was denn über empirisches hinaus an Werturteil drinnen ist. Ja, im Wesentlichen ist drinnen ein Wertmaßstab. Der Verweis auf einen Wertmaßstab, der Verweis auf eine normative Theorie. Eine normative Theorie, die angibt, warum etwas gut oder schlecht ist. In unserem Fall wird jeder Fachmann raushören, aha, Pluralismus, das hat was mit Ernst Fraenkel zu tun, mit der Pluralismustheorie von Ernst Fraenkel, und die wesentlichen Aussagen von Fraenkels Pluralismustheorie ist, dass, wenn es unterschiedliche Interessen gibt, sich das Gemeinwohl sozusagen als Resultante im Kräfteparallelogramm ergibt. Das heißt, wenn in einer Gesellschaft Pluralismus praktiziert wird, dann geht es fairer zu und klüger zu, und dann muss man nicht die Vielfalt von Menschen planieren, sondern alle freuen sich, weil sie unterschiedlich sein dürfen. Das ist eine normative Theorie, die ich jetzt sehr verkürzt und sehr einfach dargestellt habe. Und im Grunde steckt da drinnen in diesem Werturteil, bitte benutze Ernst Fraenkels Pluralismustheorie, und wenn du sie begreifst, dann erkennst du, dass es viele gute Gründe dafür gibt, dass praktizierte politische Unterschiedlichkeit gut ist. Tja, das kann ich nachschlagen oder nicht. Ich kann das glauben oder nicht. Das ist einfach eine bewertende Aussage. Achtung, normative Theorien kann man auch wieder nach vielen Gesichtspunkten überprüfen. Sie enthalten empirische Aussagen, sie enthalten logische Verknüpfungen. Das kann empirisch wahr oder logisch wahr oder auch beides falsch sein. Außerdem ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei normativen Aussagen das, was sich nennt konsequenzialistische Logik. Nämlich eine normative Aussage, die mir ein bestimmtes Verhalten angibt, an dessen Ende eine bestimmte Wirkung sich zeitigte. Wo aber alle Empirie sagt, dass wenn ich mich so verhalte, kommt eben nicht Folgendes raus. Eine solche normative Aussage ist, wie es der Fachbegriff sagt, normativ unbrauchbar. Also man könnte sagen, nach konsequenzialistischer Ethik, vermeiden muss man, dass Menschen einander Gewalt antun. Am besten fängst du damit an, dass du selbst niemandem Gewalt antust. Bitte komme nicht mit Notwehr oder Nothilfe, all das setzt Gewalttätigkeit in die Welt, sei immer gewaltfrei. Schlägt dich einer auf eine Wange, halt ihm auch die andere hin. Und dir wird nichts passieren. Frage, ist das normativ brauchbar? Wenn Sie auf die polnischen Erlebnisse während polnischer Teilungen und im Zweiten Weltkrieg blicken. Also man kann normative Theorien auch überprüfen, aber das ist nicht das Fass, das ich jetzt aufmachen will. Ich will nur sagen, im Kern eines Werturteils steckt eine normative Theorie, die man wiederum auf ihre Brauchbarkeit überprüfen kann. Und das dritte Element eines Werturteils ist ein Argument, welches den Wertmaßstab auf den zu bewertenden Sachverhalt bezieht. Also, Fraenkel sagt uns überzeugend, so unterstellen wir das jetzt, dass Pluralismus einfach gut ist. Und weil wir nun empirisch sehen, dass in Deutschland Pluralismus praktiziert wird, können wir sagen, wow, der bei uns praktizierte Pluralismus ist gut. Das muss logisch korrekt sein, und so, wie ich es vorgetragen habe, ist es logisch korrekt. Im Licht von Fraenkels Argumentationen zeigt sich das. So, was haben wir jetzt? Wir haben erstens begriffen, welche drei Elemente zu dem Werturteil gehören. Empirisch wahre Aussagen über das zu Bewertende, eine normativ brauchbare normative Theorie und eine logisch korrekte Argumentation. Und blickt man auf konkrete Werturteile, merkt man, dass meistens diese logische Struktur intransparent und lückenhaft ist. Dass die meisten Werturteile gar nicht es mit der Logik halten, mit empirisch zutreffenden Aussagen halten und gar keine normativ brauchbaren Theorien verwenden, sondern einfach Gefühlsäußerungen sind, was nicht unverständlich ist, weil unsere Werturteile generiert werden im Zwischenhirn, wo unsere Emotionen hausen, und die werden dann lediglich über unser Vernunftmodul, den Neokortex, in Sprache und Argumente übersetzt. So, was kann man tun? Man kann überprüfen, ob die Bestandteile eines Werturteils empirisch oder logisch wahr sind. Die Wahl eines Wertmaßstabes ist eine Entscheidung, auf die sich der Begriff der Wahrheit nicht anwenden lässt. Und was können wir folglich bei Werturteilen machen?
Wir können überprüfen, welche Fehler wir beim Werturteilen mit den Mitteln unseres Alltagsdenkens machen. Wir können überprüfen, ob wir wirklich den Gegenstand, den wir bewerten, richtig erkannt haben. Wir können überprüfen, ob wirklich eine brauchbare normative Theorie unser Werturteil anleitet. Modifizierend danach, ob es eher um Gesinnungsethik oder Verantwortungsethik oder sonst was geht. Und wir können überprüfen, ob die Erläuterung, wie denn ein Teil der Wirklichkeit im Licht dieser normativen Theorie wahrzunehmen und darzustellen ist, ob diese Argumente logisch richtig sind. Das alles führt über die Fähigkeiten des gesunden Menschenverstandes schon weit hinaus. Am Ende stehen aber keine wahren Werturteile, weil Wahrheit keine Kategorie für ein Werturteil ist. Im Kern eines Werturteils steckt eine Entscheidung. Aber mit den Mitteln der Wissenschaft können wir diese Entscheidungen überprüfen und Fehler entdecken. Fehler zu entdecken führt noch nicht zur Richtigkeit, zur Wahrheit. Und um Wahrheit geht es ja hier auch gar nicht. Aber immerhin führt Fehler entdecken dazu, dass man Sachen nochmal neu bedenkt, dass man versucht, besser und korrekter zu denken. Und Wissenschaft ist dann nichts anderes als das Hinausgehen über die Grenzen des gesunden Menschenverstandes dort, wo man bislang unbeantwortete Fragen beantworten, bislang ungelöste Probleme lösen will. Infolgedessen gibt es gar keinen Zweifel daran, dass Werturteile von der Wissenschaft behandelt werden können. Freilich nicht mit dem Anspruch, wahre Werturteile zu erzeugen. Und damit sind wir in dem Streit, der sich nennt Werturteilstreit. Hier wird vieles miteinander verrührt, was nicht verrührt gehört. Hier wird vieles falsch gedacht, was man richtiger denken könnte. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man angemessen darüber nachdenkt. Es geht beim Werturteilstreit um einige Fragen, die präzise Antworten haben können und es gleich bekommen. Frage Nummer 1: Ist Wissenschaft wertfrei? Die Antwort lautet nein, denn der Zweck von Wissenschaft, nämlich wahre Aussagen zu produzieren, um Probleme zu lösen, dieser Zweck von Wissenschaft ist ja selbst ein Wert. Wissenschaftler wollen oft genau durch ihre wissenschaftliche Arbeit verschiedenen Werten dienen. Manche Leute verwenden ihr ganzes Leben darauf, um die Ursachen sozialer Ungerechtigkeit ausfindig zu machen und um auf der Grundlage solchen Wissens Politiker zu beraten, wie sie etwas gegen soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit tun können. Werte verwirklichen ist oft ein wichtiges Motiv des Wissenschaftstreibens. Frage 2: Kann Wissenschaft Werte erforschen? Es gibt tatsächlich geistige Simpel, die behaupten, Werte könnten von der Wissenschaft nicht erforscht werden. Ja, aber wieso eigentlich nicht? Das tut Wissenschaft doch stets. Die ganze Wertwandelsforschung untersucht, welche Werte Leute früher hatten, jetzt haben und wie sich Werte wie Freiheit, Gleichheit, soziale Sicherheit und so weiter verändern im Zeitverlauf. Die dritte Frage ist wesentlich intelligenter als die ersten zwei Fragen, die völlig klare Antworten haben. Wie soll man im Laufe des Forschungsprozesses mit Werturteilen umgehen? Eine Antwort lautet, man soll Werturteile unterlassen, weil Werturteile eh nichts darüber sagen, ob ein Gedankengang logisch korrekt ist oder ob eine empirische Aussage wahr oder falsch ist. Logische Richtigkeit, empirische Richtigkeit ist keine Frage eines Werturteils. Selbst wenn ich sage, alle AfDler sind Volltrottel, die es am besten nicht geben sollte, informiert mich dieses Werturteil nicht im Mindesten darüber, wer die AfDler sind und wer sie dazu bringt, AfDler zu sein. Werturteile informieren über nichts in der Wirklichkeit, außer über mein Urteil über die Wirklichkeit. Das ist schon wichtig, weil auf Werturteilen gegründet handeln wir. Aber sie sagen nichts über den Gegenstand von Wissenschaft, nämlich ob etwas wahr oder falsch ist. Obendrein ist es so, dass Werturteile vorzubringen sehr leicht die Kooperation mit anderen stört, die den gleichen Untersuchungsgegenstand anders bewerten als man selbst, aber im Grunde genauso arbeiten wie man selbst. Indem man einander Werturteile um die Ohren knallt und sagt, das, was du für richtig hältst, ist ganz furchtbar schlecht, zerstört man Kooperation, wo sie stattfinden könnte. Man kann doch etwas von verschiedenen Blickpunkten, von verschiedenen Werturteilen aus untersuchen, um zu verstehen, wie es zustande kommt. Manche Leute können sagen, ja, Kriege sind ein notwendiges Übel, es braucht sie, um sich zu verteidigen, um abzuschrecken, um die Abschreckung glaubhaft zu machen.
Der andere kann sagen, Kriege sind ganz schlimm, es dürfte gar keine geben. Das sind zwei verschiedene Werturteile über den gleichen Gegenstand. Es wäre doch schön, wenn zwei Leute, die den gleichen Gegenstand so unterschiedlich bewerten, sich gemeinsam ans Erforschen dessen machen, wie sehen Kriege aus, wie kommen sie zustande, wie kann man sie zähmen, wie kann man sie verhindern. Gerade wenn man von unterschiedlichen normativen Perspektiven aus den gleichen Gegenstand untersucht, steigt doch das Vertrauen in die Ergebnisse, weil ja dann nicht normatives Wunschdenken einem die Ergebnisse liefert, sondern das Verfahren gemäß wissenschaftlichen, kritischen Maßstäben. Also, weil eben die Kooperation gestört wird, wenn man einander mit Werturteilen behelligt, soll man sie im Forschungsprozess unterlassen, zumal sie ja ohnehin nichts über den Kern des Geschäfts erklären, nämlich ob etwas richtig oder falsch ist. Vierte Frage: Kann Wissenschaft Werturteile erarbeiten? Antwortmöglichkeit 1: Nein, das kann sie nicht, wenn damit gemeint ist, man könnte empirisch wahre Werturteile erarbeiten, weil Werturteile können nicht wahr oder falsch sein. Sie bewerten ja etwas auf der Grundlage einer Entscheidung. Also die Kategorie der empirischen Wahrheit lässt sich, anders als der Begriff der logischen Wahrheit, Richtigkeit eines Argumentationsgangs, nicht auf normative Aussagen anwenden. Man kann es auf die Formel bringen, es führt kein Weg vom Ist zum Soll. Aus dem, was ist, kann man nicht erschließen, was sein soll. Und aus dem, was sein soll, kann man nicht erschließen, was ist. Fußnote aber nur für fortgeschrittenes Denken. Wir können uns die Frage stellen, woher denn unsere Lust am Werturteilen kommt, woher unsere moralischen Intuitionen kommen. Und dann entdeckt man, dass unsere moralischen Intuitionen im Evolutionsprozess uns angeboren sind. Und wie alles, was uns angeboren ist, uns über manche Beschaffenheit der Wirklichkeit informiert. Insbesondere sind unsere moralischen Intuitionen in der Regel so geartet, dass ihnen zu folgen menschliche Kooperation steigert. Ende der Fußnote, und das will ich Sie nicht weiter verwirren. Abgesehen von dieser evolutionistischen Argumentationsschleife führt kein Weg vom Ist zum Soll oder vom Soll zum Ist. Kann Wissenschaft, so war unsere Frage, Werturteile erarbeiten? Die eine Antwort war nein. Die andere Antwort lautet ja. Falls damit gemeint sein sollte, es würde nur um die Formulierung von Aussagen gehen, die jenen Werturteilen überlegen sind, die man schon auf der Grundlage des gesunden Menschenverstandes formulieren kann. Und in der Tat, wissenschaftlich können bessere Werturteile formuliert werden als mit dem Alltagsverstand. Große Teile der Philosophie, große Teile der normativen politischen Theorie beschäftigen sich mit nichts anderem als mit wissenschaftlich begründeten Werturteilen. Die sind nicht wahr, aber sie sind jenen Werturteilen überlegen, die man mit dem gesunden Menschenverstand machen kann. Schauen Sie nur rein in die Theorie der Gerechtigkeit von Rawls und in ihre Kriterien. Das ist mehr, als man mit den Bordmitteln des Alltagsdenkens zustande bringt. Und deswegen ist Wissenschaft sehr hilfreich, weil Werturteile, wie ich Ihnen gezeigt habe, in sich selbst schon sehr komplexe Argumente sind, die ihrerseits auf empirische Aussagen gegründet sind. Und um dieses ganze Dschungelgeflecht von verschiedenen Argumenten und empirischen Behauptungen zu durchdringen, da muss man schon über die Bordmittel des gesunden Menschenverstandes hinausgehen. Bei Werturteilen ist das Risiko groß, dass man empirisch falsche Aussagen einbeschließt, etwa in seine normative Theorie, oder dass man logisch unrichtige Schlüsse macht. Und deswegen ist nicht einzusehen, warum man als Sozialwissenschaftler ausgerechnet auf die so wichtige Aussagenklasse der Werturteile verzichten sollte. Das ist einer der wesentlichen Beiträge, den wir liefern können für gesellschaftlichen Diskurs, bessere Werturteile zu machen, als sie im Alltagsverstand da sind. Aber das heißt nicht, dass wir als Wissenschaftler wahre Werturteile machen könnten. Wir können nicht mehr tun als das, was ich Ihnen als Zweck von Wissenschaft genannt habe, nämlich hinausgehen über die Begrenzungen des gesunden Menschenverstandes. Mehr verspricht Wissenschaft nicht. Wissenschaft verspricht nicht Wahrheit. Sie verspricht nur, ein chancenorientierter sozialer Prozess zu sein, bei dem die Chancen steigern, jene Fehler zu vermeiden, die man im Alltagsdenken macht, hier etwa beim Formulieren von Werturteilen. Fazit zum Werturteilsstreit also: Ob Wissenschaft wertfrei ist oder ob Wissenschaft Wert erforschen könnte, das sind absolut abwegige Kontroversen. Wer die Kontroversen aufsucht, der hat sie nicht alle, um es im Klartext zu sagen.
Wie soll man umgehen mit Werturteilen? Ja, das ist der Kern des Werturteilstreits. Und mein Rat, von dem ich glaube, dass er wirklich gut ist, ist eben der, man soll im Forschungsprozess Werturteile unterlassen. Man soll sich aber viel Mühe geben, im Alltag formulierte Werturteile zu analysieren und zu verbessern. Das ist das, was wir wirklich leisten können. Und dieses Letztere nimmt die Form von Ideologiekritik und von Gesellschaftskritik an. Und genau das ist die Aufgabe von Wissenschaft. Früher hieß es kritische Theorie, die nach einem berühmten Marcuse-Aufsatz der klassischen Theorie, der traditionellen Theorie, an die Seite zu stellen ist. Wir haben nicht nur die Aufgabe, die Wirklichkeit sozusagen zu verdoppeln in unseren wissenschaftlichen Aussagen. Wir haben auch die Aufgabe, jeweils zeitgenössisches Denken kritisch zu hinterfragen. Wir haben die Aufgabe, die Werturteile, anhand derer die Welt nachgedacht wird, kritisch zu hinterfragen. Wir haben uns kritisch zu verhalten, gerade immer zu den herrschenden Ideen. Denn, wie Marx es völlig richtig sagte, die herrschenden Ideen sind die Ideen der Herrschenden. Es ist aber nicht so, als ob jene, die gerade herrschen, sozusagen zu Recht und alternativlos herrschen könnten und keine Fehler machten. Darum ist eigentlich jedem Sozialwissenschaftler anzuraten, aus den Denkweisen, die jeweils gerade herrschen und als politisch korrekt, gutmenschenartig, das schüste Milieu der aufrichtig Denkenden bezeichnen, aus denen immer wieder herauszutreten und sie zumindest hypothetisch zu hinterfragen. Nicht alle Ideen der Herrschenden herrschen zu Recht. Und genau hier sind wir in der fruchtbaren Dimension des Werturteilstreits. Kommen wir zur letzten Aussagenklasse, die wir noch ansehen müssen. Das sind die Handlungsanweisungen. Das sind schlechterdings die komplexesten Aussagen, die sich formulieren lassen. Und genau jene Aussagen, die von der Praxis auch immer wieder nachgefragt werden. Nehmen wir ein einfaches Beispiel für das, worum es geht. In unserem Lande soll endlich das Mehrheitswahlrecht eingeführt werden, damit es klare Regierungsmehrheiten gibt und diese Schauspiele von endlosen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen der Vergangenheit angehören. So, eine typische Handlungsanweisung. Im Bereich der Wirtschafts- oder Migrationspolitik könnte man jede Menge anderer Beispiele auch finden. Schauen wir uns die logische Struktur an, denn das ist immer die Weise, wie wir uns komplexen Aussagen annähern. Was ist Ihre logische Struktur? Was ist daran zu verbessern? Im Kern einer Handlungsanweisung steht eine Wenn-Dann-Aussage, die empirisch wahr oder falsch sein kann. Und die lautet hier, wenn Mehrheitswahlrecht, dann klare Regierungsmehrheit. Wenn die Aussage wahr ist oder unter spezifizierten Bedingungen stimmt, dann hat unsere Handlungsanweisung schon mal Hand und Fuß. Wie geht es jetzt weiter? Wir fällen ein Werturteil zur Dann-Komponente. Wenn Mehrheitswahlrecht, dann klare Regierungsmehrheit. Hier kommt ein Werturteil. Es wäre gut, stets eine klare Regierungsmehrheit zu haben. Das zweite Kernstück einer Handlungsanweisung ist ein Werturteil. Ein Werturteil, zu dem alles das auszuführen ist, was ich vorhin ausgeführt habe. Wir können keine wissenschaftlich wahren Werturteile machen. Wir können aber Werturteile, die der gesunde Menschenverstand vorbringt, auf ihre Fehler prüfen und sie verbessern. Aus diesem Werturteil, es wäre gut, eine klare Regierungsmehrheit zu haben, folgt, wenn wir eine klare Wenn-Dann-Aussage haben, das, was man nennt, die normative Aufladung der Wenn-Komponente. Wir wollen immer klare Regierungsmehrheiten, die kriegen wir genau dann, wenn wir ein Mehrheitswahlrecht haben. Folglich, in unserem Land soll das Mehrheitswahlrecht eingeführt werden. Das ist dann die klare, politisch abstimmbare, politisch bewerbbare Handlungsanweisung. Achtung, auch hier kann man wie bei Prognosen und bei Werturteilen nur prüfen, ob die Bestandteile einer Handlungsanweisung empirisch und logisch wahr sind. Stimmt die Wenn-Dann-Aussage? Hat das Werturteil keine Denkfehler, keine falschen empirischen Behauptungen? Aber die Wahl des Wertmaßstabes, das ist eine Entscheidung. Wer sagt mir, dass ich unbedingt die klare Regierungsmehrheit für das Wesentliche halte? Vielleicht ist eben das Fehlern einer klaren Regierungsmehrheit für mich ganz toll, weil das Parlament dann vielfältig und bunt ist und die Regierung ständig demütig beim Parlament um Zustimmung einkommen muss. Kann ja sein, dass das für jemanden das zu Erstrebende ist. Das Werturteil ist eine Entscheidungsfrage. Und ehrlich gesagt,
Es gibt meistens viele Wenn-Dann-Aussagen, die man in den Dienst eines Werturteils stellen kann. Und welche von den vielen möglichen Wenn-Dann-Aussagen man einer Handlungsanweisung zugrunde legt, ist auch eine Entscheidungssache. Also die Bestandteile lassen sich überprüfen, das insgesamt lässt sich lediglich verbessern. Und genau das Verbessern von Handlungsanweisungen, indem man auf ihre Wenn-Dann-Aussagen, auf ihre impliziten Werturteile achtet, das eben bringt jenen Fortschritt, den Wissenschaft im Vergleich zum Alltagsdenkern in Aussicht stellt. Und wiederum ist es festzuhalten, dass eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft eben in Ideologie und Gesellschaftskritik besteht. Und Ideologie und Gesellschaftskritik besteht ganz wesentlich im Hinterfragen, im Kritisieren von gesellschaftlich geläufigen Handlungsanweisungen, von gesellschaftlich erwünschten Handlungsanweisungen, von gesellschaftlich jeweils für politisch korrekt erklärten Handlungsanweisungen. Noch einmal in dieser Zeit besonders wichtig, weil die meisten Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler heute stolz darauf sind, wenn sie in den Chor der jeweils politisch korrekten Mehrheit einstimmen dürfen. Die Aufgabe von Wissenschaft ist nicht die Affirmation des Bestehenden, dass man sagt, ja, das, was besteht, ist gut, ich bin auch dafür. Die Aufgabe von Wissenschaft ist das kritische Hinterfragen. Am Schluss des kritischen Fragens kann ja stehen, ja, das, was besteht, ist okay, bin ich auch dafür. Aber es macht einen Unterschied, ob man etwas nachplappert oder einfach glaubt oder nach einem kritischen Prüfungsprozess sich aneignet. Und leider Gottes ist die Zeit der kritischen Theorie inzwischen so weit zurück. Wir feiern den 50. Jahrestag der Studentenrevolution im Übrigen heuer. Die Zeit der kritischen Theorie ist so weit zurück, dass viele Leute gar nicht mehr sich vorstellen können, was ein kritisches Verhältnis zur jeweils eigenen Zeit im Vergleich mit einem rein affirmativen Verhältnis ist, nämlich dass man sich wechselseitig bestätigt, was wir erreicht haben, das ist auch gut so, das wollen wir alle bewahren. Kann ja sein, dass es gut ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist noch besser. Und die Kontrolle mit den Mitteln der Wissenschaft erst recht. So viel zu den Aussagen, die wir in der Wissenschaft produzieren. Und es ist klar, Beschreibung kann noch jeder, Handlungsanweisungen wird schon schwierig. Und deswegen gibt es eine zunehmende Resignation von Wissenschaftlern. Und genau dort, wo wir für die Praxis das Beste leisten könnten, bei der Gesellschafts- und Ideologiekritik, dort verstummen die meisten, weil selbst jene Leute, die sich gerne als Querdenker bezeichnen lassen möchten, sind unter heutigen Bedingungen meistens gut angepasste Längsdenker. Tja, und dann, wenn man nur noch längs denkt und nicht quer, nicht mehr gesellschafts- und ideologiekritisch ist, gibt es auch keine Emanzipation mehr vom Alltagsdenken, in dem die gesellschaftlichen Ideologeme eingelassen sind, wo alle die bestehenden Herrschafts- und Verblendungsstrukturen so weit verinnerlicht haben, dass sie die Ideen der Herrschenden nicht nur für die herrschenden Ideen nehmen, sondern auch als sich selbst beherrschende Ideen akzeptieren. Und das ist nicht die Haltung eines kritischen Intellektuellen. Das ist eher die Haltung eines Mitläufers. So, Beschreibung, Wenn-Dann-Aussagen, Erklärungen, das ist der Gegenstand des Methodenmoduls, wie man das verfertigt. Wenn-Dann-Aussagen und Erklärungen, das ist die Domäne der Statistik. Und damit können wir uns noch einige weitere Sachen vor Augen führen. Wir waren schon oft, insbesondere bei der Folie mit der Landschaft und den Bergen und den roten Männchen eingeführt, wir waren schon oft bei der Rolle von Theorie. Jetzt können wir überblicken, was denn die Rolle von Theorie beim Forschen meint. Schauen Sie, das ist unser Forschungsgegenstand, hier amerikanische Soldaten mit einer erbeuteten Nazifahne. Das sind wir, die Beobachter, und wir haben nun durch Erfahrung belehrt, als eine brennende Frage, wie kann man Kriege verhindern? Das Werturteil, dass es lohnt, Kriege nach Möglichkeit zu verhindern, das dürften die meisten Leute aus guten Gründen teilen. Wie kann man sie verhindern? Naja, da hat man nun schon auf der Ebene seines Alltagsdenkens, idealerweise belehrt durch wissenschaftliche Lektüre, da hat man Vermutungen, hat man Beobachtungen aus seinen geschichtlichen Kenntnissen, hat also das, was man nennen kann, eine Ausgangstheorie. Und ausgehend von dieser Ausgangstheorie sagt man sich, naja, es gibt so Krisen, von denen führen manche zu Kriegen, manche führen nicht zu Kriegen. In manchen Krisen bemüht man sich um Besänftigung des Gegners, Appeasement auf Neuhochdeutsch genannt. In manchen Krisen droht man mit Gegengewalt. Wenn du das tust,
tue ich das. Wer als Erster zieht, stirbt als Zweiter. Aber er stirbt auf alle Fälle. Also, ich habe dann also als, auf der Grundlage meiner Ausgangstheorie eine präzisierte Forschungsfrage. Funktioniert, so könnte sie lauten, Beschwichtigungspolitik genauso gut wie die Drohung mit Gegengewalt? Naja, was mache ich dann? Jetzt brauche ich eine Betrachtung sämtlicher Krisen, die in Krieg oder nicht in Krieg führten. Zufallsstichprobe, naja, wird alles nicht gehen. Wahrscheinlich eine theoriegeleitete Stichprobe. Ich brauche Krisen, die zum Krieg führten und die nicht zum Krieg führten. Ich brauche Krisen, in denen es mit Beschwichtigungspolitik versucht wurde und Krisen, in denen es mit Gegengewalt versucht wurde. So stelle ich eine theoriegeleitete Stichprobe von Vergleichsfällen zusammen. Ich überlege mal, mit welchen Methoden ich die notwendigen Daten, um eine Forschungsfrage zu beantworten, erhebe. Anhand von geeigneten analytischen Kategorien mache ich Datenerhebung. Das ist also mein Forschungsansatz. Am Schluss werte ich diese Daten aus, wie beschrieben, und schreibe auf, was ich gesehen habe. Das ist dann meine Ergebnistheorie. Und diese Ergebnistheorie ist die Antwort auf die Forschungsfrage. So sehen wir, dass beim Forschen, wie ich es immer schon erklärt habe, eines Teils wir Theoriearbeit machen, unsere bestehenden Wissensbestände systematisieren, aus denen Forschungsfragen, forschungsleitende Begriffe, Datenerhebungsstrategien, Datenanalysestrategien ableiten. Und dann machen wir eben die empirische Arbeit, Datenerhebung, Datenanalyse und so weiter. So, jetzt können wir uns das im Grunde Verstandene näher anschauen. Was sind forschungsleitende Theorien? Die Mindestform ist, dass wir halt etwas vermuten über unseren Gegenstand. In der Fallstudienforschung spricht man davon putativen Propositionen. Propositionen sind Aussagen. Putativ kommt von lateinisch putare, etwas vermuten. Man vermutet, dass etwas der Fall ist. Feierlich könnte man sagen, man macht halt Hypothesen, Arbeitshypothesen. Und indem man sie formuliert, macht man sich klar, anhand von welchen analytischen Kategorien, anhand von welchen Begriffen, denkt man am besten in fruchtbaren Perspektiven über seinen Gegenstand nach. So fängt alle qualitative Forschung an. Das Ganze kann schon auf weiterem, auf breiterem Wissensbestand aufbauen. Dann hat man einen fortgeschrittenen Fall der Verwendung von Theorien, von forschungsleitenden Theorien, hat man schon geordnete Menge von analytischen Kategorien. Schauen Sie, das ist die Rückblende auf die Ausgangsfolie. Was sind analytische Kategorien? Das ist unser zu analysierender Gegenstand. Wir haben eine Fragestellung anhand von bestimmten Begriffen. Anhand von diesen Begriffen, die quasi wie Brillen auf der Nase oder wie Scheinwerfer sind, blicken wir auf den Gegenstand, haben also verschiedene Begriffe, verschiedene analytische Kategorien, verschiedene Perspektiven, nehmen den gleichen Gegenstand verschieden wahr und genau das ist die Funktion von analytischen Kategorien. Wir müssen also uns Mühe geben, dass wir nicht genau die falschen Brillen aufsetzen, nicht genau die falschen Scheinwerfer anknipsen, nicht genau hinter den grünen Bäumen stehen, wenn wir wissen wollen, wie das Dorf aussieht. Das heißt, wir müssen Theoriearbeit zu Beginn der Forschung machen. Analytische Kategorien, also Begriffe, Denkfiguren, Theorieelemente, sind sozusagen Aussichtspunkte, von denen aus man einen Gegenstand in verschiedenen Perspektiven betrachtet. Sie wirken wie Scheinwerfer, die eine dunkle Bühne erhellen. Und insgesamt besteht dann eine Theorie aus einer Reihe von Begriffen, aus Aussagen, die man anhand dieser Begriffe formuliert. Und genau diese Arbeit, nämlich analytische Kategorien bereitstellen und sich zunutze machen, besteht in der Praxis darin, für einen Forschungszweig die einschlägigen, die bewährten Theorien kennenzulernen, anwenden zu lernen. Und indem man das tut, bereitet man eine empirische Forschungsarbeit auf die bestmögliche Weise vor, denn ohne gute Theoriearbeit gibt es auch keine gute empirische Forschung. Das ist leicht einzusehen, entbindet einem nicht von der Frage, mit welchen analytischen Kategorien man denn arbeiten soll. Naja, meine Begriffe, die forschungsleitenden Theorien müssen geeignet sein, genau jene Informationen zu suchen und zu ordnen, die man braucht, um die Forschungsfrage beantworten zu können. Also, wenn ich wissen will, warum die Leute die SPD wählen oder nicht wählen, könnte ein Simpler auf die Idee kommen, die Körpergröße der SPD-Wähler oder Nichtwähler zu erheben. Oder die Schuhgröße, die Augenfarbe. Da leuchtet jedem ein, das ist Gaga. Das wären untaugliche analytische Kategorien. Fußnote, wer sagt einem denn, welche analytischen Kategorien geeignet oder ungeeignet sind?
Das wird klar, wenn man, wie in einer späteren Vorlesung, über forschungsleitende Theorien und die von ihnen parallel benutzten Beobachtungstheorien nachdenkt. Eine Beobachtungstheorie gibt einen an, was man beobachten muss, um etwas, was ein analytischer Begriff in den Blick richtet, wirklich auffinden zu können. Und der methodologische Fachbegriff lautet, wir brauchen valide analytische Kategorien. Wir müssen analytische Kategorien wählen, in deren Licht wir genau das beobachten, was wir brauchen, um unsere Forschungsfrage beantworten zu können. Also bei der Wahl der SPD wollen wir nicht die Körpergröße, Schuhnummer oder Augenfarbe betrachten. Es müssen ferner die analytischen Kategorien zum untersuchenden Material passen, zu den Untersuchungsfällen. Es nutzt überhaupt nichts, wenn ich die Stabilität von Regierungssystemen untersuchen will, nach dem Geschlecht zu fragen. Nach dem Geschlecht von wem? Des Regierungssystems? Der Leute in der Regierung, der Wähler, der Bürgerschaft? Das passt nicht zu den Untersuchungsfällen als analytische Kategorie, wenn ich Regierungssysteme und ihre Funktionslogik untersuchen will. Und obendrein sollen analytische Kategorien an andere nützliche Theorien, an andere analytische Kategorien möglichst gut anschlussfähig sein. Und zentral, um das richtig zurechtzubasteln, ist die Fragestellung. Die Fragestellung definiert, wie ich auf den Gegenstand hinblicken muss, welche Scheinwerfer, welche Aussichtspunkte, also welche analytischen Kategorien mir dabei hilfreich sind. Die Fragestellung definiert, auf welche Untersuchungsgegenstände ich blicken muss, indem ich gemeinsam die Untersuchungsgegenstände und die von mir hypothetisch herangezogenen analytischen Kategorien ansehe, kriege ich ein Gefühl dafür, welche analytischen Kategorien fruchtbarer oder weniger fruchtbarer sind. Und irgendwann muss ich mich entscheiden, wie genau meine forschungsleitende Theorie aussehen soll. Wie findet man geeignete analytische Kategorien? Naja, man lernt sie durch Studium, indem man die sozialwissenschaftlichen Fachsprachen erlernt, ihre zentralen Begriffe. Da kriegt man mit, was eigentlich bislang gängige Münze des Denkens über einen Gegenstand ist. Indem man sozialwissenschaftliche Theorien aus Geschichte und Gegenwart kennenlernt, betritt man sozusagen das große Schatzhaus des relevanten Denkens. Man findet diese Kategorien in Lehrbüchern, in Handbüchern sozialwissenschaftlicher Theorien und für seinen konkreten Forschungszweck in Literaturberichten. Man bibliografiert, man recherchiert, man liest sich ein und in den Forschungsberichten, in den Konzeptualisierungsberichten finden sich immer Verweise darauf, mit welchem Denkwerkzeug gearbeitet wird. Was lässt sich noch über diese analytischen Kategorien sagen? Ja, man kann sie dann systematisch aufschreiben, indem man einfach die forschungsleitenden Variablen aufschreibt, spezifiziert und auch noch aufschreibt, welche Zusammenhänge man vermutet zwischen den Variablen, sodass man dann präzise sieht, wonach muss ich im empirischen Material suchen und welche Zusammenhänge muss ich entdecken. Und die Form, wie man das macht, ergibt sich daraus, was es eben für forschungsanleitende Variablen gibt. Hier müssen wir nur wiederholen. Es gibt die abhängigen Variablen, sie erfassen das, was man erklären will, etwa die Wahlentscheidung für eine Partei. Es gibt die unabhängigen Variablen, das sind die Faktoren, aus denen heraus oder entlang welcher man das zu Erklärende erklären will, hier etwa Sozialmilieu, Stellung im Beruf. Es gibt die intervenierenden Variablen, wenn ich wissen will, warum sich Leute für eine bestimmte Partei entscheiden, könnte es sehr sinnvoll sein, auf den Medienkonsum dieser Leute zu achten. Es gibt die Gruppierungsvariablen, denn es kann ja sein, dass man das Wahlverhalten von Älteren mit dem von Jüngeren vergleichen muss, um etwas zu entdecken. Oder das Wahlverhalten von Männern mit dem von Frauen. Also man muss sich überlegen, welche Vergleichsgruppen man betrachten muss. Und das erfasst man über Gruppierungsvariablen. Und es kann sein, dass manche Sachen von unserer forschungsleitenden Theorie als im Hintergrund wirkend insgesamt zu berücksichtigen, wenn auch nicht detailliert zu erfassen, ausgeflaggt werden. Etwa bei der Wahl von Parteien die Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Das fasst man dann unter dem Begriff der Hintergrundvariable. Und alle diese Variablen, aus denen die forschungsleitende Theorie besteht, die sollte man mal systematisch aufschreiben für sich, idealerweise in Gestalt eines Pfeilmodells. Abhängige Variablen, es gibt die unabhängigen Variablen, es gibt die intervenierenden Variablen, wie vorhin beschrieben. Dann macht man, diese Variablen sind dann sozusagen im Erklärungsmodell drinnen, deswegen heißen sie endogen. Man kann sich überlegen, was denn von außen
auf den von mir zu erklärenden Gegenstand einwirkt, aber nicht von meinen unabhängigen und intervenierenden Variablen erfasst ist. Das sind die Hintergrundvariablen, auch exogene Variablen zu nennen. Und wenn meine forschungsleitende Theorie mir sagt, ich muss 2, 3, 4 Gruppen von Untersuchungsfällen voneinander abheben und vergleichen, ja, dann habe ich eben noch meine Gruppierungsvariable. Hier haben Sie aufgeschrieben, wie die typischen analytischen Kategorien formal betrachtet aussehen. Und das, was ich hier aufschreibe als meine forschungsleitende Theorie, und dann steht natürlich nicht unabhängige Variable, sondern etwas Substanzielles da, das kann ich im Anschluss an geeignete Datenanalyse, im Anschluss an geeignete Datenerhebung, etwa mit den Methoden der Multivariatenanalyse ausfindig machen. Man kann aber noch mehr tun. Man sollte seine forschungsleitende Theorie auch in der Weise spezifizieren, dass man sein Wissen, seine Vermutungen über die Art und Stärke von Zusammenhängen aufschreibt. Also, hat die Variable A nur einen schwachen Einfluss auf die Variable Z? Hat die Variable B einen stärkeren? Ja, da mache ich unterschiedlich dicke Pfeile. Wie ist die Richtung des Zusammenhangs? Ja, verstärkt die Variable D, das, was ich bei der Variable C messe, oder schwächt sie das ab? Man malt ein Plus oder Minus an seinem Pfeil, dem man eine unterschiedliche Stärke geben kann, um seine forschungsleitenden Gedanken präzis aufzuschreiben. Und warum soll man es mit der Dicke vom Pfeil machen? Kann man nicht gleich Ziffern hinschreiben? Nämlich Korrelationsmaße, minus 1 ein vollständiger negativer Zusammenhang, 0 gar keiner, plus 1 ein vollständiger positiver. Und in der Tat, genauso sollte man seine forschungsleitenden Ideen aufschreiben. Was will ich erklären? Aus welchen Gründen will ich das erklären? Was besagt man meine Theorie? Und was vermute ich über die Struktur der Zusammenhänge? Was bewirkt was in welcher Stärke und in welcher Richtung? Indem man das macht, sortiert man seine Vorgedanken auf die bestmögliche Weise. Indem wir also das alles zusammenstellen, bereiten wir genau das intellektuelle Werkzeug vor, das uns bei der Datenerhebung und der Datenanalyse anleitet. Denn am Schluss unserer Datenerhebung, am Beginn unserer Datenanalyse, steht ein Datensatz. Und der sieht idealerweise so aus, dass wir in dieser Matrix unsere Variablen aus der forschungsleitenden Theorie antragen, dass wir in den Zeilen unsere Untersuchungsfälle aufschreiben, 2020, 2, je nachdem, und dass wir im Licht jeder Variablen anhand geeigneter Methoden über jeden Fall die notwendigen Beobachtungen machen, in Interviews, bei Beobachtungsstudien, durch Dokumentenanalyse. Wir notieren also für jeden Fall im Licht einer jeden Variable das, was uns unsere Datenerhebungsmethoden zeigen. Und die Antwort auf die Forschungsfrage, geleitet von der, wie vorhin beschrieben, präzis aufgeschriebenen forschungsleitenden Theorie, die Antwort auf die Forschungsfrage arbeiten wir, indem wir eine solche Datenmatrix auswerten. Entweder hermeneutisch, wir gucken drauf, aber wenn wir viele Fälle haben mit vielen Variablen, wird man da wenig sehen, oder auch statistisch. Dabei hängt die ganze Richtigkeit, die ganze Tragfähigkeit der Antworten davon ab, dass man die richtigen Beobachtungen getätigt hat, also im Interview die richtigen Fragen gestellt hat, beim Beobachten die richtigen Handlungen angesehen hat. Der Fachbegriff dafür lautet Validität. Man muss methodisch korrekt genau das beobachten, was einem die forschungsleitende Theorie zu beobachten aufgibt. Man muss im Vorfeld die richtigen Untersuchungseinheiten ausgesucht haben. Das ist die Aufgabe der Stichprobentheorie. Man muss die richtigen analytischen Kategorien ausfindig gemacht haben. Deswegen am Anfang die Wichtigkeit der Theoriebildung. Und dann muss man eben methodisch sauber arbeiten. Und wenn man das alles tut, dann hat man am Schluss statistische Maßzahlen oder beobachtete Zusammenhänge, die es einem erlauben, jenes Pfeilmodell mit dem Pluszeichen, den dicken oder dünneren Pfeil mit den angeschriebenen Zahlen, daraufhin abzuschätzen, ob sich diese forschungsleitende Theorie durch die Forschungsarbeit eher bewahrheitet oder eher als falsch herausgestellt hat. Was falsch war, wird korrigiert. Was man nicht wusste, weiß man jetzt. Und damit ist dann der Forschungsprozess an das notwendige, vorläufige Ende gelangt, bevor man die Ergebnisse aufschreibt. Schauen Sie, dass Sie alles das noch einmal durchdenken und nacharbeiten und beim Forschen genauso vorgehen, dann kann nichts
schieflaufen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.